So, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann starten wir jetzt mit ein klein bisschen Verzögerung. Ich habe ein, zwei Ankündigungen organisatorischer Art, bevor wir dann inhaltlich in die öffentliche Anhörung einsteigen. Ich möchte Sie alle ganz herzlich zu unserer öffentlichen Anhörung begrüßen. In dieser soll es gehen um den zweiten Bericht der Bundesregierung zur weltweiten Lage der Religionsfreiheit und das Ganze über den Berichtszeitraum 2018 bis 2019. Den Bericht selber finden wir alle auf der Bundestagsdrucksache 19/23820. Und ich eröffne hiermit die Sitzung und begrüße Sie alle ganz herzlich, sowohl hier im Ausschusssaal im Marie-Elisabeth-Lüders-Haus im Deutschen Bundestag, aber natürlich auch alle, die sich auch in größter Zahl der Sachverständigen, die sich über die Konferenz heute zu uns geschaltet haben. Herr Dr. Schnabel ist der einzige Sachverständige, den ich hier ganz herzlich im Ausschusssaal begrüßen möchte. Nochmal die organisatorischen Hinweise an Sie. Sie kennen das alle, wenn Sie sich mit einem Tablet auch hier aus der Konferenz einschalten. Herr Grübel ist schon entsprechend expertiert, hat sein Mikrofon leise gestellt, damit wir keine Rückkopplung haben, so wie gerade eben. Und ansonsten rufe ich Sie auf. Das heißt, dann schalten Sie gerne Ihr Mikrofon ein. Ansonsten bitte ich Sie, alle Ihre Mikrofone auszuschalten, damit genau diese Rückkopplung nicht passieren. Ich begrüße trotzdem noch mal alle Sachverständigen ganz herzlich in alphabetischer Reihenfolge, in der ich auch danach für die Eingangsstatements entsprechend zuweisen werde. Das ist eigentlich geplant, auch hier im Saal anwesend sein wollend. Professor Dr. Dr. H.C. Heiner Bielefeld, der Inhaber des Lehrstuhls für Menschenrechte und Menschenrechtspolitik an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, der jetzt aber Gott sei Dank Technik hat dann doch funktioniert, zu uns geschaltet ist in der Konferenz. Außerdem ist bei uns auch zugeschaltet Professor Dr. Marianne Heimbach-Steins, die Direktorin des Instituts für christliche Sozialwissenschaften an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Dann begrüße ich ganz herzlich auch zugeschaltet Professor Dr. Muhannad Khorshid, Leiter des Zentrums für islamische Theologie an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Auch zu uns geschaltet ist Professor Dr. Sabine Schiffer, die Leiterin des Instituts für Medienverantwortung. Ebenfalls zugeschaltet ist uns Professor Dr. Dr. Thomas Schirmacher, der Direktor des International Institute for Religious Freedom. Im Saal schon angesprochen und nochmal begrüßend Dr. Patrick Roger Schnabel, Pfarrer und landeskirchlicher Beauftragter für den kirchlichen Entwicklungsdienst im Berliner Missionswerk. Und zugeschaltet in der Konferenz ist uns noch Erika Steinbach, die Vorsitzende der Desiderius Erasmus Stiftung. Ich begrüße natürlich auch alle Mitglieder des Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe, ganz besonders auch hier im Saal den Beauftragten der Bundesregierung für weltweite Religionsfreiheit, Herrn Abgeordneten Markus Grübel. Und möchte Ihnen noch einen Hinweis geben, unsere Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Frau Dr. Kofler, die wird heute nicht anwesend sein aufgrund eines Trauerfalls im engsten Familienkreis. Dann begrüße ich, der sicherlich auch schon zugeschaltet sein wird, den Kollegen Abgeordneten Volker Kauder aus der Unionsfraktion, der ordentliches Mitglied im Ausschuss für Kultur, Medien sowie im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ist. Und natürlich auch die Öffentlichkeit, die die Möglichkeit hat, heute diese Konferenz, diese Anhörung zu verfolgen. Genau da kommen wir dann auch zu dem Charakter dieser Sitzung. Die ist öffentlich. Die Anhörung wird live übertragen und kann dann später auch entsprechend in der Mediathek auf der Website des Deutschen Bundestages abgerufen werden. Wie üblich bei Anhörungen möchte ich Sie nun um Ihr Einverständnis bitten, dass Abgeordnete anderer Ausschüsse hier heute Rede- und Fragerecht wie die Mitglieder unseres Ausschusses haben und dass von der Sitzung ein Wortprotokoll angefertigt wird, was dann später auch auf der Internetseite veröffentlicht wird. Da sehe ich keine gegenteilige Meinung, dann werden wir so verfahren. Ein Hinweis noch zur Vorbereitung dieser Sitzung. Wir haben Stellungnahmen aller Sachverständiger erhalten, die den Ausschussmitgliedern und auch den anderen Ausschüssen vorher zugegangen sind. Und sofern die Sachverständigen zugestimmt haben, werden die Stellungnahmen nach der Anhörung auch auf der Ausschusswebsite im Internet veröffentlicht. Zum Ablauf der Anhörung noch ein paar Details. Die Anhörung wird nach einem Verfahren ablaufen, auf das sich die Obleute des Ausschusses am 10. Oktober
2018 vereinbart haben. Danach haben die Sachverständigen, wie schon angesprochen, in alphabetischer Reihenfolge zunächst die Gelegenheit, ein Eingangsstatement von bis zu 5 Minuten zu halten. Da wir normalerweise dort oben eine Uhr laufen haben, die jetzt aber die Konferenz digital abbildet, würden wir Sie hier über das Mikrofon darauf hinweisen, wenn Ihre Zeit abgelaufen ist für das Eingangsstatement. Und im Anschluss an die Eingangsstatements, die in alphabetischer Reihenfolge erfolgen, kommt dann eine Fraktionsrunde mit Frage-Antwort. Wir starten mit der Unionsfraktion. Und dort gibt es die Möglichkeit, eines Abgeordneten oder mehrerer Abgeordneten eine beliebige Anzahl von Fragen zu stellen, aber 2 Minuten für diese Fragen nicht zu überschreiten. Und Sie können bis zu 2 Sachverständige dazu befragen. Und dann gehen wir direkt an die beiden möglicherweise befragten Sachverständigen. Und diejenigen haben dann jeweils die Möglichkeit, bis zu 4 Minuten zu antworten. Das waren jetzt sehr viele Zahlen. Ich würde Sie entsprechend dann noch mal darauf hinweisen, in welchen Kontingenten Sie wie viel Zeit nutzen können. Und das ist der geplante Ablauf. Fragen an dieser Stelle sehe ich nicht, sonst melden Sie sich gerne zu Wort. Noch ein letzter Wunsch auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Machen Sie gerne Fotos zu Beginn, gerne dann aber auch nur zu Beginn, damit wir hier ein bisschen mehr Ruhe und weniger Bewegung im Saal haben. So, jetzt habe ich relativ viel gesprochen, aber von wem wir eigentlich hören möchten, sind ja unsere Sachverständigen. Und deswegen freuen wir uns auf den ersten Sachverständigen, Professor Bielefeld in der Konferenz. Sie haben bis zu 5 Minuten das Wort für Ihr Eingangsstatement. Und ich würde mich hier mal bemerkbar machen und Ihnen sonst irgendwann ganz freundlich ins Wort fallen, wenn 5 Minuten um sind. Einladung. Ich war auf dem Weg anzureisen. Es gab eine Umleitung, da muss ich wieder zurückreisen, deshalb wie viele andere hier online. Ich möchte mein Eingangsstatement um einen einzigen Satz herum entwickeln. Und der Satz wird Ihnen vielleicht trivial vorkommen. Er ist überhaupt nicht trivial. Jetzt kommt dieser Satz. Ein einziger Satz. Die Religions- und Weltanschauungsfreiheit ist ein vielfältig verletztes und zugleich ein vielfältig verdrehtes Menschenrecht. Die Religions- und Weltanschauungsfreiheit ist ein vielfältig verletztes und ein vielfältig verdrehtes Menschenrecht. Im Grunde sind es 3 Teilbotschaften. Verletzungen, klar, kommen wir im Laufe des Tages sicher noch oft drauf. Verdrehung, das möchte ich jetzt besonders stark machen. Und genau darum ist der Hinweis auf die menschenrechtliche Dimension nicht trivial. Also Verletzungen. Klar, es gibt vielfältige Verletzungen, ganz unterschiedliche Intensitätsgrade, sehr unterschiedliche Täter-Opfer-Konstellationen. Wir werden einiges hören. Sehr unterschiedliche Motive. Ich will nur ein einziges Motiv mal herausstellen, ganz kurz. Ich glaube, dass viele Verletzungen der Religionsfreiheit vor allem zu tun haben mit Korruption, mit endemischer Korruption. Warum? Weil Korruption Vertrauen zerstört, Vertrauen zersetzt, beziehungsweise dafür sorgt, dass Vertrauen gar nicht entstehen kann. Und dieses Gift des Misstrauens kann sich dann in eine Gesellschaft, auch in Religionsgemeinschaften hineinfressen. Also vor allem, wo kein Vertrauen in öffentliche Institutionen besteht, weil vielleicht selbst die Gerichtsbarkeit, die Fortsetzung der Mafia mit anderen Mitteln ist, kann es auch keinen öffentlichen Raum geben. Öffentliche Institutionen schaffen öffentlichen Raum, schaffen Voraussetzungen für öffentlichen Diskurs. Wo das alles nicht funktioniert, wird es verdammt eng, stickig und giftig in einer Gesellschaft. Und Religionsgemeinschaften kommen oft in diese negative Dynamik hinein. Was übrigens nicht heißt, dass sie nur Opfer irgendwelcher politischen Verhältnisse seien. Nein, die haben auch schon ihre eigene Verantwortung. Aber Korruption, eines der vielen Motive, ich glaube oft übersehen, ein Hauptmotiv für Verletzungen der Religionsfreiheit. Ein vielfältig auch verdrehtes Recht. Und ich will es flapsig sagen, es ist nicht überall Religionsfreiheit drin, wo Religionsfreiheit draufsteht. Also ganz flapsig und schlicht gesagt. Also man muss immer sehr genau hinschauen, wenn Staaten zum Beispiel sich anschicken, eine bestimmte national-religiöse Erbschaft
ein nationalreligiöses Erbe gegen Invasoren in Anführungszeichen zu schützen, zu verteidigen, nehmen Sie möglicherweise für sich in Anspruch, dass das irgendwie im Sinne der Religionsfreiheit sei. Sorry, nein. Das hat mit Religionsfreiheit nichts zu tun. Religionsfreiheit ist ein Recht der Menschen, nicht ein Recht der Staaten. Nicht ein Titel für staatliche Identitätspolitik unter Nutzung von Religion. Aber diese Verdrehungen findet man entsetzlich oft und die halten sich entsetzlich hartnäckig. Deshalb also insistiere ich darauf. Genauso, wenn Staaten eine, sagen wir mal, eine Politik traditioneller Familienwerte, religiös konnotierte Familienwerte durchsetzen, kommt sehr schnell die Religionsfreiheit ins Spiel. Da muss man aufpassen. Also möglicherweise hat das mit Religionsfreiheit nichts zu tun. Jedenfalls auch hier, Religionsfreiheit ist ein Recht der Staaten, der Menschen, sorry. Jetzt hätte ich selber schon durcheinander gebracht. Ein Recht der Menschen, nicht ein Recht der Staaten. Und es ist ein Freiheitsrecht. Und auch das muss man betonen, weil es immer wieder Projekte gibt, die Religionsfreiheit zu einer Art Gegenrecht aufzubauen. Also zum Beispiel gegen die Meinungsfreiheit. So nach dem Motto, die Meinungsfreiheit, okay, grünes Licht für Provokation. Ja, das urliberale Recht auch zu Satire, zu wie auch immer, Kritik und Provokation und dann Religionsfreiheit so ein bisschen das betuliche Gegenrecht. Bitte nicht zu weit gehen. Stop. Ja, also Religionsfreiheit wird als Gegenrecht aufgebaut gegen Meinungsfreiheit, gegen Kunstfreiheit, gegen Gender-Emanzipation. Und okay, das Verhältnis der einzelnen Menschenrechte kann schon komplex sein, aber wo das systematisch sozusagen in Antagonismen mündet, verlassen wir den Menschenrechtsbereich. Und deshalb noch einmal, nicht überall, wo Religionsfreiheit draufsteht, ist Religionsfreiheit drin. Das werde ich sicher im Laufe dieses Nachmittags öfter sagen müssen. Und also, wir haben hier ein Recht, das zum Teil systematisch entliberalisiert wird. Das ist ganz verrückt. Also Religionsfreiheit ist ja ein Freiheitsrecht. Aber kommen Sie zum Schluss, Herr Bielefeld. Unterschiedliche Projekte ihrer Entkernung. Deshalb jetzt mein letzter Satz. Die Religionsfreiheit ist ein Menschenrecht, ein Recht der Menschen, ein Recht, das Würde, Freiheit und Gleichberechtigung der Menschen schützt im Kontext von Religion und Weltanschauung. Und ohne diese Komponente wären die Menschenrechte im Übrigen auch nicht vollends menschlich. Dankeschön. Herzlichen Dank. Dann hat als Nächste in der Konferenz, Sie müssten sich nur noch einmal wieder stumm schalten, Herr Bielefeld. Perfekt. Dann hat als, na, noch höre ich mich doppelt. Sie müssten noch einmal draufdrücken. Jetzt, glaube ich, ist es perfekt. Sehr gut. Dann hat als Nächste in der Konferenz zu uns geschaltet Professor Heimbach-Steins das Wort. Nach 5 Minuten mache ich mich auch hier wieder bemerkbar. Dankeschön. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordneten, sehr geehrter Herr Grübel, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Ich kann Ihnen einigen natürlich sofort anschließen an das, was Heiner Bielefeld grundlegend gesagt hat. Und ich möchte es tun mit dem Bezug auf den Bericht, der uns vorliegt, den wir kommentieren sollten. Mit dem Bericht über die weltweite Lage der Religionsfreiheit setzt die Bundesregierung ein Signal für die Bedeutung, die dem Recht, dem Menschenrecht auf Religions- und Weltanschauungsfreiheit zukommt. Und ich sage das bewusst auch noch mal in dieser Kombination Religions- und Weltanschauungsfreiheit. Der Bericht macht das deutlich. Leider nicht der Titel. Vielleicht lässt sich das bei künftigen Berichten noch ergänzen. Aber diese Breite ist ja ganz wichtig. Und es klang schon an, dass dieses Menschenrecht ist kein Anhängsel irgendwelcher anderen Rechte, kein Anhängsel der Meinungsfreiheit. Es ist ein eigenständiges, ein elementares Freiheitsrecht. Und es ist vielleicht das Freiheitsrecht, in dem die unverfügbare Würde des Menschen am deutlichsten aufscheint. Als geistiges Freiheitsrecht trägt die Religions- und Weltanschauungsfreiheit der möglichen Bedeutung der für viele Menschen tatsächlichen Bedeutung von religiösem Glauben und oder weltanschaulichen Überzeugungen für menschliches Leben, für menschliche Selbstdeutung und für menschliches Zusammenleben Rechnung. Religion und Weltanschauung können orientierende Quellen sein für
die Selbstdeutung des eigenen Lebens, für die Lebensführung, für das Ethos. Und es ist sehr entscheidend, dass man sich in Freiheit dazu verhalten kann und nicht in Hinsicht religiöser Erwartungen oder weltanschaulicher Erwartungen in irgendeinen Zwang katapultiert wird. Das ist, glaube ich, eine erste sehr wichtige Botschaft, die auch von diesem Bericht ausgeht. Und die zweite sehr wichtige Botschaft ist, der Bericht ordnet dieses Recht in den Gesamtzusammenhang der unteilbaren Menschenrechte ein. Zum Anspruch der Menschenrechte gehört es, dass sie wirklich für jeden Menschen gelten, dass sie allgemein und universal gelten und anzuerkennen sind, unabhängig davon, was Menschen voneinander unterscheidet, was den je Einzelnen, die je Einzelne bestimmt, und dass diese Menschenrechte in ihrem gesamten Zusammenhang unteilbar zusammengehören. Man kann sich an den Menschenrechten nicht bedienen wie aus einem Warenhauskatalog. Man kann sich nicht aussuchen, was man gern hätte, und das zurückgeben, was einem nicht passt. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr grundlegende Herausforderung, mit der wir menschenrechtlich konfrontiert sind. Das schafft, es klang schon an Spannungen, das schafft unter Umständen Konflikte. Aber genau das ist der Anspruch, unter dem Menschenrechte und unter denen jedes einzelne Menschenrecht eben im Zusammenhang mit den anderen gesehen werden muss. Das Recht auf Religions- und Weltanschauungsfreiheit schützt die Freiheit der Person, nicht die Freiheit einer Religion oder Weltanschauung als solcher. Die Freiheit zu Religion und Weltanschauung ebenso wie die Freiheit von Religion und Weltanschauung gehören zum Schutzbereich dieses Rechtes. Sehr wichtig. Das Recht auf Religions- und Weltanschauungsfreiheit ist damit ein Recht der Person, unabhängig davon, was jemand glaubt oder nicht glaubt. Das schließt die Freiheit, eine Religion oder keine Religion zu haben, ein. Es schließt die positive wie die negative Religionsfreiheit ein. Und natürlich, und dass das ein Konfliktfeld ist, klingt im Bericht vielfach an, schließt das Recht zum Wechsel der Religion oder Weltanschauung ein, das Recht zur Konversion. Hingegen schützt es eben nicht Religion und Weltanschauung als solche, auch nicht vor Kritik und Satire, um es im Bild zu sagen, es ist keine Käseglocke für bestimmte Bekenntnisse oder Bekenntnisgemeinschaften. Alle diese Grundbotschaften werden dankenswerterweise mit dem Bericht sehr deutlich kommuniziert und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Signal auch für die Menschenrechtspolitik der Bundesregierung. Ich möchte noch zwei Anfragen formulieren, über die wir vielleicht auch noch weiter sprechen werden. Der Bericht spiegelt ja sehr deutlich, dass Infragestellung und Bedrohung der Religions- und Weltanschauungsfreiheit bis zu manifester Verfolgung weltweit virulent sind. Wenn auch diese Problemfelder sehr ungleich verteilt sind und von sehr unterschiedlicher Gradualität sind. Aus dem Bericht könnte nun aber auch der Eindruck gewonnen werden, dass es weder in Deutschland noch in irgendeinem EU-Land nennenswerte Probleme in Bezug auf das Recht auf Religions- und Weltanschauungsfreiheit gibt. Das wäre nicht ganz realistisch. Der kritische Blick auf Europa scheint mir ein Desiderat zu sein. Und kommen Sie zum Schluss? Sind die 5 Minuten schon rum? Ja. Dann lasse ich den letzten Punkt und gehe davon aus, dass wir im weiteren Verlauf noch Gelegenheit haben. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Die Gelegenheit wird sich definitiv ergeben. Als nächster für das Eingangsstatement wäre an der Reihe Professor Korschid, auch in der Konferenz zu uns geschaltet. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, verehrte Damen und Herren, zuerst muss ich mich entschuldigen, dass ich meine schriftliche Stellungnahme erst gestern habe Ihnen zukommen lassen können aus Krankheitsgründen. Ich hoffe, dass dennoch sie verteilt wird oder gelesen wird. Ich möchte als hier der einzige muslimische Theologe in der Runde aus einer muslimischen Perspektive 3 Punkte angehen. Der erste Punkt. Der sogenannte liberale oder progressive Islam ist die Alternative für einen eher fundamentalistischen oder stark konservativen Islam, der stark verbreitet ist in vielen islamischen Ländern. Und zu Recht wird im Bericht darauf hingewiesen, dass in den meisten, wenn nicht sogar in allen islamischen Ländern sich die Lage kaum
verbessert. Im Gegenteil, da gibt es auch Problemlagen da und dort in islamischen Ländern. Die Alternative wäre der sogenannte, ich nenne ihn jetzt unter Anführungszeichen, obwohl ich ungern den Begriff verwende, aber ich sage, die Alternative wäre der liberale Islam. Allerdings im Bericht selbst wird die Rede von Religionsfreiheit, inwieweit haben andere Religionen, Weltanschauungen Platz in dem jeweiligen Land, aber es wird nicht differenziert, wie ist das mit den innerislamischen Strömungen, also inwieweit können Liberale, inwieweit haben sie Platz auch in den einigen, in den betroffenen Ländern. Lediglich auf Seite 125 im Zusammenhang mit dem Bildungssystem in Indonesien wird in einem halben Satz zwischen den Zeilen angedeutet, dass liberale Muslime darunter leiden. An einer anderen Stelle wird ganz kurz in Saudi-Arabien auf Raed Badawi hingewiesen und an einer Stelle in Somalien die Verfolgung von liberalen Muslimen durch Shabab-Miliz, das wird angesprochen, aber das strukturelle Problem dahinter im Bildungssystem, im Religionsunterricht, in der Ausbildung von Imamen und Geistlichen, das wird überhaupt nicht angesprochen. Das ist der erste Punkt. Zweiter Punkt, viele islamische Länder legitimieren sich, also die Regime legitimieren sich durch religiöse Narrative. Und deshalb ist das große Interesse, dass bestimmte Verständnisse des Islams jenseits einer pluralitätsfähigen Auslegung des Islams, dass die sich etabliert, weil man sich mit einer exklusivistischen Auffassung des Islams, wir als Muslime gegen die anderen, die Nicht-Muslime, sich als Regime auch zu legitimieren versucht. Das heißt, was ich hier nur, worauf ich hinweisen will, ohne die Frage der Demokratisierung in den islamischen Ländern können wir die Frage der Religionsfreiheit nicht lösen, denn diese Instrumentalisierung der Religion und die Reproduktion von bestimmten Verständnissen der Religion, die sehr exklusivistisch sind gegen die Pluralität, das ist ja zum Teil in vielen diesen Ländern politisch ja auch gewollt. Das heißt, das ist auch ein politisch-strukturelles Problem, das über die Demokratisierung zu lösen ist. Mein dritter und letzter Punkt, es wird im Bericht von antimuslimischem Rassismus auch der Rede, beziehungsweise in den anderen Gutachten, die ich alle aufmerksam gelesen habe, wo Frau Heimach-Steins gerade aufgehört hat, diesen Punkt, wo der Wunsch ist, dass man in nächsten Berichten auch Europa berücksichtigt wird, gerade in Bezug auf Muslime. Und das möchte ich einerseits unterstreichen, aber andererseits davor warnen, weil wenn das nur einseitig betrachtet wird und vom antimuslimischen Rassismus nur die Rede ist, gerade Islamisten in Europa instrumentalisieren die Rede von antimuslimischem Rassismus, um Identitätspolitik zu betreiben, im Sinne von der Westen ist der moralisch böse, verfallene, weil die Rassisten sind und wir sind Opfer dieses Rassismus und die Welt wird in diesen Schwarz-Weiß-Trennung so polarisiert. Davor möchte ich warnen. Ich gebe in meiner schriftlichen Stellungnahme dieses eine, also mehrere Beispiele, aber das eine Beispiel möchte ich kurz erwähnen. In Österreich, als das sogenannte Kinderkopftuch verboten wurde vor eineinhalb Jahren und wieder aufgehoben wurde, das wird immer als Beispiel erwähnt für antimuslimischen Rassismus. Kinderkopftuch, also Kopftuch bei Kindern unter 10 Jahren in den Schulen wird verboten. Und dann hat man gefeiert, dass man hier Religionsfreiheit doch gewährleistet hat für die Muslime, dass die Kinder das Kopftuch tragen dürfen. Allerdings, was ist mit diesen Kindern, die in dem Alter nur gezwungen werden, Kopftuch zu tragen? Was ist mit dieser Problematik auch? Also ich will nur darauf hinweisen oder dafür sensibilisieren, dass manchmal die Rede von Religionsfreiheit bzw. antimuslimischen Rassismus auch dazu führen kann, dass wir Gruppierungen erst recht diskriminieren, gerade hier junge Mädchen, wo wir nur aus dem Tunnelblick einer Rede von Religionsfreiheit oder antimuslimischem Rassismus sprechen, aber vergessen auch die Rechte der Betroffenen, hier in diesem Fall zum Beispiel diese Mädchen, die gezwungen werden, Kopftuch zu tragen. Kommen Sie andere zum Schluss? Aspekte, aber ich lasse Sie finden. Vielen Dank. Ich bin schon fertig. Danke Ihnen. Perfektes Timing. Herzlichen Dank. Die nächste, auch in der Konferenz zugeschaltet für das Eingangsstatement, wäre Professor Schiffer. Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, Abgeordnete wie Sachverständige. Ich vielleicht bin etwas unsicher hier, warum diese besondere Aufmerksamkeit auf die Religionsfreiheit gelegt wird bei angesichts der insgesamt menschenrechtlichen Gemengelage in der Welt. Das wäre für mich so eine Frage und natürlich auch infolgedessen, inwiefern die Bundesregierung dann auch konsequent im Sinne dieses Berichtes handelt, im Umgang mit einzelnen Staaten, je nachdem, wie sie sich zu diesen Rechten stellen. Stichwort einmal als Beispiel Saudi-Arabien. Die Länderauswahl wurde auch vielfach in einigen Stellungnahmen ja beschrieben. Und da ist die Frage, wenn sie jetzt erweitert werden soll, wie man verhindert, dass eben die Stichprobe quasi nicht die Repräsentativität der Grundgesamtheit dann verzerrt und man im Grunde genommen ja mit der entsprechenden Auswahl natürlich auch das Ergebnis wiederum beeinflusst. Hier ganz wichtig und meine Forderung quasi auch bei der Glaubwürdigkeit dann mit dem gleichen Maßstab für alle hier anzulegen und natürlich auch nach Europa und die BRD selber zu blicken und dann eben, wenn man europäische Länder einbezieht, nicht nur den Blick nach Osten zu richten, sondern auch beispielsweise Österreich oder die Schweiz. Und natürlich, wenn der Blick nach Deutschland gerichtet wird, dann klar zu urteilen aufgrund unserer eigenen Rechtsgrundlagen und nicht mit Verweis auf andere Länder, beispielsweise Türkei oder Frankreich. Gerade Frankreich als laizistisch verfasster Staat natürlich nicht sich immer zum Vergleich anbietet. Österreich scheint mir ein Beispiel zu sein, wie es einerseits vorgemacht wurde, sozusagen die Integration aller Religionsgemeinschaften gleichwertig in den Staat und dann aber andererseits eben gerade auch wieder nicht, nämlich etliche Versäumnisse, beispielsweise bei der Anerkennung als Körperschaft öffentlichen Rechts für Islam und Muslime, historisch gewachsen, keine Frage, bestimmter Religionsgemeinschaften, die sich dann einfach durch die demografische Entwicklung, Migration verändert hat, auch durch die politischen Umstände. Und man jetzt einfach merkt, dass es so nicht haltbar ist, dieses Konstrukt. Man kann da sozusagen auch wieder lernen, wie man es nicht machen soll. Und vielleicht tatsächlich wir dann hier über die Anerkennung einer Einheitsgemeinde nachdenken, so wie wir es auch ja nach vielen langen Diskussionen mit der jüdischen Gemeinde so gemacht haben. Wenn wir Deutschland mit einbeziehen, nicht nur aus Gründen der Glaubwürdigkeit und Fairness, tatsächlich der Gleichwertigkeit, dann können wir natürlich feststellen, dass einerseits antisemitische und auch antimuslimische Einlassungen quasi an der Tagesordnung sind in den Medien, aber auch in tatsächlich physischen Gewaltausbrüchen, manchmal auch vorgelegt durch politische Debatten. Wir haben eine Dauerdebatte über Kopftücher spätestens seit oder vor dem Urteil 2005 des Bundesverfassungsgerichtes und ein bisschen den Effekt, dass dieser Debatteninhalt oder die Aufreger dann halt an den Personen und den Kopftuchträgerinnen hängen bleiben und nicht so sehr das Strukturelle, nämlich tatsächlich die religiöse Gleichbehandlung dann hier auch mit in den Blick nimmt. Und da wäre die Frage, ob es sich auf der Ebene klären lässt, wenn wir beispielsweise aus diskursanalytischer Sicht feststellen müssen, dass wir in Bezug auf Islam und Muslime öfters laizistisch argumentieren, während wir uns eigentlich als säkular verfassten Staat sehen und sind. Und da gibt es dann im Wesentlichen zwei Wege. Einmal tatsächliche Anerkennung Körperschaft im Sinne einer säkularen Institutionalisierung oder aber Entwicklung hin des Staates zu einem laizistischen Modell, das eben dann eine andere Trennung von Religion und Staat hat, so wie es bei Muslimen eben sehr oft gefordert wird, Stichwort Sichtbarkeit religiöser Symbole in der Öffentlichkeit oder gerade auch in staatlichen Einrichtungen. Ich habe lange in Bayern gelebt, ne, vom Kreuz im Gerichtssaal, da weiß man, wovon man da auch spricht. Der nächste Punkt würde dann dazu sich gesellen, nämlich wenn wir Diskriminierungen feststellen bei einzelnen Gemeinschaften, sind auch Religionsgemeinschaften nicht spezifisch in dem Sinne hier. Leider traditionell antisemitisch ein hohes Niveau in Deutschland. Auch antimuslimische Ressentiments greifen um sich, aber eben auch Ressentiments gegen Arme, Ressentiment gegen Frauen, gerade auch in sozialen Medien. Auch hier keine Spezifik unbedingt des Themas Religionsfreiheit und natürlich auch nicht der Medienart. Wir können das insgesamt feststellen und stellen fest, dass wir
gerade gegenüber Gruppen, die jetzt erst anfangen, auch ihre Ansprüche, ihre Rechtsansprüche zu artikulieren, Silencing-Strategien und das vor allem dann in sozialen Medien stattfinden. Wir kennen es von Frauen wie Dunja Hayali oder Anja Reschke oder jetzt kürzlich die Diskursanalytikerin Isabel Rohner, die ihren Account abmeldete in Twitter, weil die Bedrohungslage zu groß war, oder kürzlich die Berichterstattung über die schwarze Journalistin Kuhnke, die sogar ihre Wohnung aufgeben musste, aufgrund dessen, dass sich Frauen publizistisch äußern, und zwar kritisch äußern. Kommen Sie auch zum Schluss? Ja, damit auch nochmal, um den zur Religionsfreiheit bzw. religiösen Verfasstheit den Bogen zu schlagen. Auch Frauenfeindlichkeit ist eben darauf nicht begrenzt, sondern ist leider universell und sollte auch als solches behandelt werden. Vielen Dank erstmal. Herzlichen Dank. Dann hat als erster Sachverständiger hier im Saal das Wort Dr. Schnabel. Oh, Entschuldigung, ich hab einen. Nee, Herr Schnabel steht hier bei mir. Sie haben das Wort. Verehrte Frau Vorsitzende, geehrte Abgeordnete, geehrter Herr Grübel, meine Damen und Herren. Die Bundesregierung hat mit dem vorliegenden Bericht einen wertvollen Beitrag zur Erhebung valider Daten zur weltweiten Lage der Religions- und Weltanschauungsfreiheit geliefert. Sie folgt dem, auch aus Sicht der beiden großen Kirchen in Deutschland überzeugenden Ansatz einer gründlichen qualitativen Untersuchung, den Vorrang vor einer vermeintlich eingängigeren quantitativen Darstellung zu geben. Damit trägt sie wesentlich zur Versachlichung eines schwierigen, aber auch wichtigen Diskurses bei. Schwierig ist die Thematik insofern, als sich eine quantitative Erhebung gar nicht redlich durchführen lässt, weil dafür... Sie können sich das Mikrofon noch ein Stück ranziehen, vielleicht hilft wunderbar. Es dann. Ja. Schwierig ist die Thematik insofern, als sich eine quantitative Erhebung gar nicht redlich durchführen lässt, weil dafür zu Analysezwecken das Verfolgungsmerkmal der Religion oder Weltanschauung sozusagen künstlich isoliert werden müsste. Das ist so, denn es gilt unter anderem zu bedenken, erstens, schon ganz praktisch lässt sich aufgrund der schwach ausgeprägten Monitoring-Möglichkeiten eine belastbare Statistik oft gar nicht aufstellen, sondern soll sich in vielen Berichten eine Darstellung von mehr oder minder gut dokumentierten Einzelfällen zu einem Gesamtbild verdichten. Methodisch kann aber zwar der Einzelfall zur Illustration eines Sachverhalts dienen, aber nicht umgekehrt ein Sachverhalt nur aus verschiedenen Einzelfalldarstellungen abgeleitet werden. Zweitens. Es gibt keine anerkannten Standards für die Beschreibung des relativen Schutzniveaus, nach denen externe Quellen bewertet und entsprechend verwendet werden können. So folgt jede der allgemein publizierten Analysen einer eigenen Methodik und Logik, ist von eigenen Motivationen und Prämissen geprägt, die jeweils für sich ihre Berechtigung haben können, aber eben einer Vergleichbarkeit und vorbehaltlosen Rezeption der Ergebnisse im Wege stehen. Drittens. In der gesellschaftlichen und politischen Realität überlagern sich oft mehrere Diskriminierungs- und Verfolgungsgründe, sodass nicht objektiv auszumachen ist, welcher der primäre Auslöser für die Grundrechtsverletzung ist. Da Verletzungen der Religionsfreiheit oft Personen und Gruppen betreffen, die auch sonst Merkmale von Minderheiten, zum Beispiel ethnisch, oder Kriterien für Benachteiligungserfahrungen, zum Beispiel sozialer Status, aufweisen, ist hier eine differenzierte Betrachtung geboten. Ebenso muss zwischen staatlichen Maßnahmen unterschieden werden und zwischen Fällen, in denen der Staat seiner Schutzverpflichtung nicht nachkommt, weil er nicht will oder nicht kann. Viertens. Die Religions- und Weltanschauungsfreiheit ist in Theorie und Empirie so eng mit den anderen grundrechtlichen Verbürgungen verwoben, dass eine Reduktion auf unzulässige Beschränkungen der Religionsfreiheit der Komplexität der Umstände des Einzelfalls nur selten gerecht würde. Der Umgang mit diesem Grundrecht ist zwar ein Gradmesser und wichtiger Indikator für den Status von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, weil zu einer umfassenden Betrachtung der Entfaltungsmöglichkeiten von Religion oder Weltanschauung im öffentlichen Raum gehören immer auch die anderen Grundrechte, die die Religionsfreiheit komplementieren müssen, um sie zu komplettieren. Wichtig ist die Thematik aber eben auch. Die Freiheit, sich allein oder in Gemeinschaft mit anderen Gedanken über Ursprung, Sinn und Ziel der Welt und des eigenen Lebens zu machen, erschöpft sich ja nicht in philosophischen Grundannahmen theistischer oder atheistischer Natur, sondern drängt ganzheitlich in die Lebensgestaltung und Lebensbewältigung von Individuum und Gruppe hinein. Enger am Persönlichkeitskern kann ein Grundrecht kaum sein. Und viel verletzlicher kann
kann es den Grundrechtsträger darum auch kaum machen. Deshalb sollten insbesondere die folgenden Ansätze des Berichts weiterverfolgt werden. Erstens. Es ist zentral, sich für ein vertieftes Verständnis der Religions- und Weltanschauungsfreiheit und ihrer Bedeutung für die offene, freiheitliche, demokratische und pluralistische Gesellschaft einzusetzen. Gerade angesichts ihrer wachsenden Bedrohung ist es wichtig, um zur weltweiten Verwirklichung und Gewährleistung beizutragen, immer wieder zu erklären, was das Recht tatsächlich meint und wen, was und wovor es also schützt. Zweitens. Religionen und Weltanschauungen müssen vor der Vereinnahmung und Instrumentalisierung durch Ideologien und sachfremde Ziele geschützt werden. Das Recht nimmt immensen Schaden, wenn suggeriert wird, es gelte nur für bestimmte Religionen oder Weltanschauungen oder nur für bestimmte Gruppen oder könne in den Dienst anderer, etwa nationalistischer oder politischer Ziele gestellt werden. Eine substanzielle Stärkung der Religionsfreiheit ist nicht ohne Anerkenntnis der Universalität und Unteilbarkeit aller Menschenrechte in deren Zusammenspiel möglich. Drittens. Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften sollen aktiv in bestimmte Gestaltungsformen und Handlungsoptionen der auswärtigen Politik einbezogen werden. Religion ist, gerade außerhalb Europas, eine gesellschaftsprägende Realität mit erheblichem Einfluss. Gerade weil Religion oder Weltanschauung dabei höchst ambivalent wirken und auch ganz ohne Vereinnahmung von außen aus sich selbst heraus destruktive Kräfte freisetzen kann, ist es wichtig, diejenigen innerhalb der Gemeinschaften zu stärken, die für Toleranz und Dialog eintreten und das entwicklungs- und friedensfördernde Potenzial der Religionen heben können. All dies gilt nicht nur für die ausgewählten Querschnittsthemen und Länderbeispiele. Und darum schließe ich mich dem Votum, das schon ein paar Mal kam, an, den Bericht auf Europa und auch befreundete Staaten auszudehnen. Deutschland wird auch zum Beispiel im Bericht des US State Department zur weltweiten Religionsfreiheit erwähnt. Und selbst wenn man nicht alle Prämissen teilt und manches Grundrechtsverständnis etwas anders hat, schadet es ja nicht, sich mal durch den Spiegel von außen zu betrachten. Und ich glaube, das würde der Glaubwürdigkeit der deutschen Außenpolitik guttun, da auch befreundete Staaten entgegen dem bisherigen diplomatischen Kommand mit aufzunehmen. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Dr. Schnabel. Dann hat als Nächster das Wort in der Konferenz Professor Schürmacher. Und die Bitte an Herrn Dr. Schnabel, noch das Mikrofon wieder auszuschalten. Perfekt. Dann hat Herr Schürmacher das Wort. Ja. Ich hoffe, man kann mich hören. Ich möchte zunächst mal auf den Bericht selber eingehen. Ich war fast ein bisschen erstaunt, dass bei den 12 Fragen keine Frage direkt dabei war. Was halten Sie von dem Bericht? Ist der gut oder nicht? Und ich möchte klar sagen, ich denke, es hat sich gelohnt, einmal einen Beauftragten der Bundesregierung für Religionsfreiheit einzusetzen. Und dass der die spezielle Aufgabe hat, unter anderem bei seinen drei Dingen, die er zu gewährleisten hat, alle zwei Jahre einen Bericht zu machen. Der Bericht ist nicht, ich sage es mal salopp, abgeschrieben, einfach zusammengeschrieben aus irgendwelchen anderen Berichten, sondern enthält substanzielle Informationen, die nun ganz offensichtlich von den deutschen Botschaften und der deutschen Außenpolitik mit hineingekommen sind. Und als jemand, der mit vielen solcher Berichten zu tun hat und tatsächlich Informationen liest, was in den Ländern der Welt rund um dieses Thema los ist, möchte ich Ihnen, Herr Gröbel, ausdrücklich gratulieren, dass Ihnen das gelungen ist, so viele Dinge mit ins Spiel zu bringen, die nicht sowieso alle in der Tageszeitung stehen. Und ich kann mir vorstellen, dass die Abstimmung mit 4 Ressorts, das heißt 2 Ministerien, und Ihrem Ressort und dem Menschenrechtsressort im Auswärtigen Amt nicht immer einfach war. Immerhin sind es auch alle drei Regierungsparteien, die dadurch sehr intensiv beteiligt sind und die Ihnen sicher nicht fremd ist, sind die bei dem Thema nicht immer automatisch einer Meinung. Und deswegen also meine Gratulation. Ich gratuliere insbesondere, dass der Bericht sehr, was soll ich mal sagen, also ohne Vorurteile. Es eben wurde der Bericht der USA erwähnt zum Thema Religionsfreiheit. Wenn man nichts anderes weiß und nur diesen Bericht liest, weiß man auch sofort, welche diplomatischen Beziehungen die USA zu welchen Staaten haben. In den USA ist das natürlich auch ein bisschen direkter. Die haben da weniger ein schlechtes Gewissen. Aber wenn man liest, was da über Saudi-Arabien steht, dann weiß man, da gibt es eine Menge Wirtschaftsbeziehungen.
Und das finde ich sehr positiv, dass das bei diesem Bericht nicht der Fall ist. Wenn man sich Länder wie Saudi-Arabien oder China oder sowas nimmt, hat man nicht das Empfinden, dass, wie soll ich mal sagen, der Außenminister am Ende noch mal einen Rotstift angesetzt hat und gesagt hat, das können wir ja nur wirklich nicht sagen. Das, finde ich, sollte ausdrücklich unterstrichen werden. Die Querschnittsthemen, das finde ich auch sehr positiv. Es sind Querschnittsthemen, die sehr zentral sind, aber trotzdem keine abgeschmackten Querschnittsthemen, die alle anderen auch schon aufgerollt haben. Also das finde ich sehr gelungen, die Online-Hassrede, die ganze Frage der Blasphemiegesetze und so weiter. Ich habe in meinem Gutachten ein bisschen verglichen, was so die Top-Länder, die am schärfsten kritisierten Länder in anderen Berichten sind, bei USKIRF oder auch in einigen Berichten der katholischen Kirche und so weiter. Und alle die Länder, die da als die schwerwiegendsten, das oberste Dutzend ist, also in diesem Bericht auch vertreten. Und ich möchte ausdrücklich darauf hinweisen, dass alle diese Berichte zeigen, Punkt 1, dass die Wertung von Berichten, die sich ausschließlich für Christenverfolgung interessieren oder Diskriminierung von Christen und die sich für alle Religionen interessieren, am Ende zu einem fast identischen Ergebnis kommen. Ja? Und ich halte gar nichts davon, diese beiden Bereiche irgendwie gegeneinander zu stellen. Wenn man Nigeria nimmt, dann ist das natürlich im Moment ein absoluter Brennpunkt, weil 80-90% aller Christen, die wegen ihres Christseins ermordet werden, im Moment in dieser Region Opfer werden. Aber der Bericht zeigt eben sehr schön, es sind alle davon betroffen. Ja, es geht nicht nur speziell um die Christen, auch die Muslime, erst recht die indigenen Religionen, die es in Nigeria natürlich auch noch kennt, die sind eigentlich noch viel schlimmer dran als die Christen und die haben natürlich überhaupt keine Lobby. Und es gibt keinen Religionsfreiheitsbericht über indigene Völker. Dasselbe gilt für Indien beispielsweise, ob man da der Frage nachgeht, wie geht es Christen oder wie geht es den Religionen allgemein, kommt so ziemlich auch selber drauf hinaus. Und selbstverständlich in Indien sind neben den Christen die Muslime sehr schwer betroffen, aber zum Beispiel auch wieder die indigenen Völker, die natürlich in Indien erst recht keine Lobby haben, obwohl sie in der Verfassung ausdrücklich als besonders schützenswert genannt werden. Aber das interessiert die gegenwärtige Regierung überhaupt nicht. Und wenn man den ganzen Bericht aus deren Sicht schreiben würde, würde man nicht viel was anderes über Indien schreiben, als aus der Sicht anderer Religionen. Das heißt, das sollten wir wirklich immer im Blick behalten, da wo Religionsfreiheit unter Beschuss ist. Sind sehr große Religionen in einem Land wie Indien, sind ja die Muslime keine kleine Minderheit, ja, sind ja zig Millionen von Muslimen im Land oder ob ich eine ganz kleine indigene Religion nehme. Ja. Ich möchte noch unterstreichen, es gibt die Frage, sollen wir mit Religionen in puncto religionsfreien Frieden zusammenarbeiten? Da möchte ich sehr deutlich unterstreichen, es gibt keine Religion, mit der man an sich zusammenarbeiten kann und man hat immer Glück gehabt. Es geht darum, gerade innerhalb der Religionen die Partner für eine Zusammenarbeit in Entwicklung Religionsfreiheit zu finden und sich gleichzeitig abzugrenzen, gerade von den Flügeln der Religionen, die genau das Gegenteil erreichen wollen. Schönes Beispiel, mein Schlusssatz ist Polen, wonach gefragt wurde, wo 2015 die katholische Bischofskonferenz im Wahlkampf ganz eindeutig auf Seiten der Regierung stand und zum gegenwärtigen Zeitpunkt zumindest die offizielle Leitung der Bischofskonferenz sich sehr deutlich gegen christlichen Nationalismus ausgesprochen hat. Das zeigt, dass es sich auch lohnt, mit Religionen zusammenzuarbeiten und sie gewissermaßen auf die eigene Seite zu ziehen. Herzlichen Dank. Dankeschön. Nur die Bitte, wenn Sie zum Schluss kommen, dann kommen Sie super gerne auch zum Schluss. Das wäre wunderbar für unsere Zeitplanung. Als Nächste in der Runde hat Frau Steinbach das Wort, bis 5 Minuten in der Konferenz. Und dann starten wir in unsere Fraktionsrunde. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Grübel,
30 Länder sind durch die Bundesregierung unter die Lupe genommen worden, und es ist gut, dass es diesen Bericht gibt. Erstaunlich ist, in nahezu allen beschriebenen Ländern dieses Berichtes ist die Glaubensfreiheit in deren unterschiedlichen Verfassungen zumeist mehr oder weniger sogar staatlich verankert. Selbst in China, einem Land, in dem die Religionsausübung in weiten Bereichen tatsächlich dramatisch eingeschränkt ist, wird laut Verfassung Religionsfreiheit gewährt. Die Realität sieht, wie dem Bericht zu entnehmen ist, natürlich vollständig anders aus. Und wie sehr die Religionsfreiheit in China notleidend ist, zeigt sich ja an einem Randthema, nämlich daran, dass dieser Menschenrechtsausschuss des Deutschen Bundestages bis zum heutigen Tage keine Einreiseerlaubnis nach China erhalten hat. Und ich würde mir wünschen, dass die Bundesregierung da mehr Engagement an den Tag legt, um diese inakzeptable Situation, das inakzeptable Verhalten der Chinesen in Verhandlungen aufzubrechen. Es gibt ja den Rechtsstaatsdialog zwischen Deutschland und China. Das wäre ja eine Möglichkeit. Erkennbar ist in dem Bericht auch, dass es Gläubige nicht nur in Diktaturen wie China oder Nordkorea sehr schwer haben. Selbst in demokratischen Ländern gibt es gewaltbereite, aggressive Strömungen gegen bestimmte Religionsgemeinschaften. Indien ist eben schon angesprochen worden. Es ist ein dramatisches Beispiel dafür. In dieser größten Demokratie der Welt gibt es zunehmend religiöse Exzesse und Gewalt gegenüber Christen einerseits und Muslimen andererseits durch die hinduistisch geprägte Mehrheitsgesellschaft. Und die zentrale Regierung Indiens sieht dem eher hilflos bis indolent einfach zu. Das zeigt uns aber, dass Demokratien auch von innen her in ihrer Substanz ausgehöhlt werden können, wenn die demokratischen Institutionen nicht wachsam oder konsequent dagegen vorgehen. Am Beispiel Irak zeigt sich zudem andererseits, und das ist nachdenkenswert, dass das gewaltsame Ausschalten einer Diktatur und einer nachfolgend implementierten Demokratie nicht zwangsläufig zum Einzug von Menschenrechten und Religionsfreiheit führt. Nach wie vor aber ist der Status und auch die Entwicklung in nahezu allen muslimisch geprägten Ländern zutiefst weltweit beunruhigend. Mit der Kairoer Erklärung der Menschenrechte von 1990 haben sich bis zum heutigen Tage zwar 55 muslimische Staaten zur Einhaltung von Menschenrechten erklärt, allerdings stehen darin alle Erklärungsteile unter dem Diktum der Scharia. Und das bedeutet, dass die darin erklärten Menschenrechte und somit die Religionsfreiheit in weiten Teilen nicht das Papier wert sind, auf dem sie niedergeschrieben wurden. Religionsfreiheit für Nichtmuslime ist in diesen Ländern in unterschiedlicher Ausprägung nur unter gravierenden Einschränkungen oder teils überhaupt nicht möglich. Wir wissen ja und sehen, dass im Nahen Osten das zuvor dominante Christentum längst marginalisiert ist. Lebten auf dem Gebiet der heutigen Türkei über Jahrhunderte nahezu ausschließlich Christen, so sind es heute nur noch 0,2%. Aber, und es ist auch angesprochen worden eben bei den Vorrednern, dass wir auch Europa und Deutschland nicht aus dem Blickfeld verlieren sollten. Denn dieser Bericht verschließt leider die Augen davor, dass das islamische Sendungsbewusstsein längst auf den europäischen Kontinent übergegriffen hat. Und alle Signale stehen auf Alarm. Der Bericht blendet leider sowohl die Auswirkungen des aggressiven politischen und extremistischen Islam aus, als auch die schleichende Islamisierung mit Einwirkung auf Freiheitsrechte bei uns hier in Deutschland. Vandalismus und Zerstörung in und an Kirchen sind nicht nur in Frankreich an der Tagesordnung, sondern auch in Deutschland beunruhigender Alltag geworden. Nach Informationen der katholischen Nachrichtenagentur gibt es jährlich mehr als 2000 Übergriffe, und darin sind nicht einmal die Zerstörung von Gipfelkreuzen und christlichen Gedenkstätten an den Wegen beinhaltet. Juden sind inzwischen in Deutschland wieder zunehmend unverhohlen, sogar in der Öffentlichkeit, Angriffen ausgesetzt. Und das ganz überwiegend nach allen Berichten, die ich kenne, durch Muslime. Das wachsende religiös intolerante Klima an unseren Schulen ist zutiefst beunruhigend. Zeigt es doch auf, wie zwar nicht in allen, aber in zu vielen muslimischen Familien gedacht wird.
Mädchen, die sich nach Auffassung ihrer muslimischen Mitschüler nicht den islamischen Mindestvorstellungen gemäß kleiden, müssen mit Mobbing, mit Ausgrenzung rechnen, weil ihre muslimischen Mitschüler das aus religiösen Gründen nachdrücklich, ja aggressiv geradezu einfordern. Und dem sehen sich sowohl Lehrer als auch die übrigen Schüler häufig hilflos ausgesetzt. Kommen Sie zum Schluss. Islamwissenschaftler? Ja, danke schön. Frau Professor Schröder hat das deutlich festgestellt. Der politische Islam schafft massive Probleme, die langfristig von den Politikern, die jetzt mit ihm kooperieren, nicht ignoriert werden können und dürfen. Damit zunächst einmal Dankeschön. Vielen Dank. Dann starten wir jetzt in die Fraktionsfragerunde. Und als erster in der Runde hat Michael Brandt für die Union das Wort, bis 2 Minuten. Herzlichen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich kann und will diese Sitzung nicht beginnen, ohne ein wichtiges Thema hier kurz anzusprechen. Hier ist als Sachverständige Erika Steinbach von der AfD benannt. Und mir ist es für das Protokoll und für die Wahrheit wichtig, Folgendes festzustellen. Erika Steinbach hat 2019 auf Facebook einen Post mit einem manipulierten Video zu meinem Freund und wenig später ermordeten Regierungspräsidenten Dr. Walter Lübcke veröffentlicht, der von einer solchen Qualität und Manipulation war, dass nicht nur ich sage, Erika Steinbach hat virtuell und moralisch einen Finger am Drücker des Revolvers gehabt. Es ist für mich eine Zumutung, eine solche Person und ausgerechnet zu einem so wichtigen Thema wie Religionsfreiheit anhören zu sollen. Wer über Religionsfreiheit und Religion spricht, der redet über tiefe menschliche Beweggründe und über Humanität, Nächstenliebe und anderes. Wer nicht davor zurückschreckt, einen christlichen Patrioten zur Zielscheibe zu machen, dessen Glaubwürdigkeit ist in diesem Thema unter Null. Kommen Sie bitte zur Sache, Herr Brandt. Herr Brandt, Sie halten sich nicht an die Regeln. Nein, Herr Braun. Tut mir leid. Die Regeln gelten auch für Sie. Keine persönliche. Herr Braun, Sie wissen, wie es ist hier im Bundestag. Ich leite die Sitzung und solange ich das tue, bitte hat Herr Brandt. Bitte kümmern Sie sich darum, dass die Sache Herr Braun, solange ich hier die Sitzung leite und Herr Brandt seine 2 Minuten noch nicht vervollständigt hat, hat er hier das Wort zu der Art und Weise, wie er dazu Stellung nehmen will. Wenn er keine Zeit mehr für Fragen hat, dann gehen wir gleich weiter in der Runde. Wenn er das noch hat, hat er diese Zeit. Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende, dass Sie mir das Wort wieder erteilen. Ihnen bleiben jetzt noch 30 Sekunden. Nun möchte ich zu meinen Fragen kommen an Herrn Schirmacher, bezogen auf Kasachstan, das Sie in der Stellungnahme ausgeführt haben. Nach Kasachstan fliehen aus dem Nachbarstaat China Menschen, ethnische Kasachen und andere Minderheiten, die aus den Internierungslagern in China entkommen konnten. Mich interessiert, einen Eindruck zu bekommen über die Lage der Flüchtlinge in Kasachstan und zur Lage der Religionsfreiheit in diesem Land und in China. Und Herrn Professor Kochide möchte ich ganz herzlich bitten, eins der wichtigen Themen, die uns ja auch beschäftigen, ist es, den liberalen Islam zu stärken. Und ich bitte Sie, Ihre Aussage hier näher auszuführen und dabei den internationalen, aber auch die Zusammenhänge interstaatlich darzustellen. Welche negative Rolle spielen populistische Aussagen für Religionsfreiheit aktuell in unserem Land? Dankeschön. Dann hat Herr Professor Schirmacher zunächst das Wort, bis zu 4 Minuten. Und danach würde ich Sie darauf aufmerksam machen, wenn Sie die Zeit überschritten haben, danach Herr Professor Dr. Khorshid. Ja, zunächst einmal zu China, wo ja eine Menge auch in dem Religionsfreiheitsbericht schon steht. Die Situation verschlechtert sich im Moment dadurch, dass die Abteilung, die für Religion zuständig war, aus der praktisch in die Partei zurückverlegt worden ist, vorher in der Regierung war. Das macht in China zwar keinen riesigen Unterschied, aber es macht einen Unterschied für die Gouverneure bzw. für die Provinzen, wie die damit umgehen. Und seitdem ist allerorten zu beobachten, dass das Programm der Sinisierung für alle Religionen ziemlich streng durchgezogen wird. Und eine besondere Aufmerksamkeit liegt natürlich inzwischen auf den Grenzen von China. Es ist nicht nur in Kasachstan so, auch in anderen Regionen rund um China so, wo es denn Grenzen gibt, dass Leute fliehen. Von dem, was wir in Kasachstan wissen, vegetieren die Menschen, die dort geflohen sind, da mehr, als dass sie leben. Was damit zu tun hat, dass die Regierung in Kasachstan nicht so ganz richtig weiß, was sie tun soll.
Auf der einen Seite wollen sie auf keinen Fall sich in irgendeiner Weise mit China anlegen. Andererseits brauchen sie auch die Unterstützung von Europa. Und in Kasachstan ist die Situation halt auch so, dass der Präsident zwar irgendwie die Muslime, den Islam benutzt, aber selber in keiner Weise religiös ist und damit irgendetwas verbindet, sodass die Muslime selber, also auch den Großimam etwa, den ich ganz kurz vorm Lockdown besucht habe, sich selber sehr stark unter Druck fühlt, warum diese Muslime jetzt auch, die offiziell organisierten Muslime, nicht auf Seiten der Flüchtlinge einschreiten. Ja. Ich möchte allerdings sagen, dass die Regierung von Kasachstan, der Präsident von Pakistan, sehr gerne germanophil ist, wie man das nennt. Frau Merkel hat vor 4 Jahren oder vor 5 Jahren mal ein ganzes Gesetz verhindert, das dort verabschiedet werden soll, dem sie persönlich mit ihm gesprochen hat. Und ich denke, dass die deutsche Außenpolitik da mehr erreichen kann, als ihr bewusst ist. So viel mal zu China und Kasachstan. Herzlichen Dank. Dann hat als nächster in der Runde Professor Kochschi das Wort, auch bis zu 4 Minuten. Ja, vielen Dank. Zu der ersten Frage, liberaler Islam und wie man ihn auch unterstützen kann. Wie gesagt, gerade der liberale Islam, und warum spreche ich vom liberalen Islam, weil er die Alternative wäre und die Antwort gibt aus einer innerislamischen Perspektive, nicht aus einer von außen aufgesetzten Perspektive für Pluralität, sondern ein liberaler Islam würde eine innerislamische Pluralität theologisch begründen. Und hier ist die Frage, gibt es die Strukturen in den entsprechenden Ländern, aber auch hier vor Ort, auch in Europa, in Deutschland. In Deutschland haben wir das Glück, dass wir hier islamische Fakultät oder Fakultäten bzw. Lehrstühle für islamische Theologie, Zentren, Institute für islamische Theologie an 7 Universitäten mittlerweile in Deutschland haben. Und das ist eine große Chance, ist keine Frage auch. Davon profitiert inzwischen sogar die islamische Theologie in islamischen Ländern. Das weiß ich selbst aus eigener Erfahrung, weil auch muslimische Theologinnen und Theologen in islamischen Ländern die Möglichkeit haben, sich hier zu artikulieren, Dinge zu sagen, zu schreiben, die sie in ihren Ländern nicht sagen können. Aktuelles Beispiel, wir haben im Sommersemester als Gastdozent eingeladen Mustafa Öztürk, Professor Mustafa Öztürk aus der Türkei, der dort zwangspensioniert wurde, weil er einfach den Islam, den Koran historisch kritisch lesen will. Und er wurde also nicht suspendiert, aber einfach frühzeitig mit 56 Jahren in die Pension geschickt, damit er einfach aufhört, seine Forschung nachzugehen. Und hier sehe ich die große Chance, dass wir auch Räume geben für solche Diskurse, aber auch in den betroffenen Ländern. Diese Länder, von denen wir reden, ob jetzt Saudi-Arabien oder andere, sind Länder, mit denen wir auch wirtschaftliche Interessen teilen. Und wenn man diese koppelt an bestimmten Entwicklungen in Richtung Religionsfreiheit, dann wären auch die liberalen Strömungen in diesen Ländern viel geholfen. 2 Sätze zu populistischen Aussagen. Die Gefahr, die große Gefahr, die wir erfahren hier im Lande, dass populistische Aussagen auch Richtung Muslime dazu dienen, dass gerade die Islamisten, die ja angewiesen sind auf diese populistischen Aussagen, um zu pauschalieren und zu sagen, das ist repräsentativ für den Westen, repräsentativ für Deutschland, für Europäer, für die Mehrheitsgesellschaft, um hier die Gräber zu vertiefen zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen. Und das ist die eigentliche Gefahr, dass populistische Aussagen also dazu dienen, dass gerade Islamisten davon profitieren, um, wie gesagt, hier Feindbilder zu konstruieren in der Gesellschaft und die erschwerende Arbeit eines liberalen Islam, Aufklärung, Reform bedeutet immer Selbstkritik. Und Träume der Selbstkritik brauchen wir. Aber wenn die vermischt werden mit Kritik von falscher Seite, dann wird Kritik pauschal als Angriff auf Muslime gesehen. Das erschwert die Arbeit von liberalen Muslimen. Dankeschön. Herzlichen Dank. Dann hat als nächster in der Fragerunde der Abgeordnete Braun das Wort. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende.
für das Wort. Vielen Dank, ich, liebe Kollegen und Herr Grübel besonders. Es freut mich, dass Sie unserer öffentlichen Anhörung hier beiwohnen. Die Experten haben schon einen bunten Strauß an sehr interessanten Anmerkungen hier geliefert, die sehr interessant sind. Besonders also sind mir Dinge aufgefallen von Herrn Bielefeld, aber dann auch besonders von Frau Steinbach, Herrn Kochit und von Herrn Schirmacher, dass Sie erweitern damit die Arbeit des Bundestages in sehr wichtiger Weise. Das ist sehr entscheidend. Ich wollte noch mal auf die Kairoer Erklärung der Menschenrechte zurückkommen. Die Frage richtet sich an Frau Steinbach. Die Scharia, die wird ja mitunter unterschiedlich bewertet. Wie sehen Sie die Rolle der Scharia bei dieser sogenannten Kairoer Erklärung der Menschenrechte im Islam, die ja letztlich ja, eine Erklärung, die die Menschenrechte komplett unter das islamische Recht stellt. Und da können auch Dinge noch so positiv angesprochen werden. Sie werden unter diesen Vorbehalt gesetzt. Das ist also schon sehr bemerkenswert. Dann auch Bezug auf Indien zum Beispiel. Welche Rolle haben gewalttätige Gruppen der sogenannten Zivilgesellschaft bei der Christenverfolgung oder auch bei der Verfolgung islamischer Gruppen. Was ist da besonders zu beachten aus Ihrer Sicht? An Herrn Kochit hätte ich gerne die Frage, wie beurteilen Sie die Rolle von Al Jazeera, dieses Senders, der in Katar seinen Sitz hat und der in Arabisch ja auch durchaus sehr heftige Äußerungen aus dem radikalen Islam gegen andere sendet, also wohlgemerkt in der arabischen Fassung und nicht in der englischen Fassung des Senders. Wie beurteilen Sie Rolle für das ja, friedliche oder eben nicht friedliche Zusammenleben der Religionen im Mittleren Osten durch Al Jazeera? Dankeschön. Dann hat Frau Steinbach zunächst das Wort, bis 4 Minuten. Dankeschön, Herr Braun, für die Frage. In all den Ländern, in denen die Menschenrechte und die gesamte Gesetzgebung unter dem Diktum der Scharia steht, ist allerdings erkennbar, dass das von Land zu Land sehr unterschiedlich auch gehandhabt worden ist. In der Vergangenheit, viele Jahre zuvor, in Teilen sehr moderat, aber wir haben gesehen, in den letzten Jahren zunehmend auch stringent, selbst in so liberalen Ländern wie dem Libanon, hat sich dann die Politik festgesetzt und den fundamentalistischen Islam doch mehr in den Mittelpunkt gerückt. Das ist deutlich erkennbar. Aber gestatten Sie mir jetzt, da ich ausgerechnet im Menschenrechtsausschuss soeben auf eine Art angegangen worden bin, die abseits jeder Wahrheit liegt, dass ich einen Satz dazu sage. Wenn ein Politiker in einer öffentlichen Äußerung sagt, wem die Politik der Bundesregierung nicht passe, der könne das Land verlassen, und ich dem entgegenhalte, auf Facebook und das Twitter. Hat er nicht gesagt, das ist eine Lüge. Das ist die Lüge. Herr Brandt, jetzt hat Frau Steinbach das Wort. Eine Lügnerin. Die Politik der vielleicht bleibt Frau Steinbach mal beim Thema. Ja, entschuldigen Sie, wenn ich so angegangen werde, muss ich was dazu sagen. Dann habe ich entgegengehalten, wem die Politik der Bundesregierung nicht passt, der kann ja bitte die CDU verlassen. Und das war alles. Aber im Übrigen glaube ich, ist es gut, dass dieser Menschenrechtsbericht sich dieses gesamten Themas auch Islam annimmt, weil wir, was ich ja vorhin schon angedeutet habe, weil wir in Europa uns auch damit auseinandersetzen müssen. Das haben ja auch mehrere der anwesenden Fachleute auch eingefordert. Denn wir müssen erkennen, dass hier in Europa der Islamismus aus dem Kernbereich des Islam, aus dem Orient, hierüber nach Europa getragen werden soll und ganz dezidiert. Und das müssen wir mit Augenmaß, mit Klugheit und Verstand und nicht mit Hass machen, sondern mit Abwägen, wo setzen wir an, damit das sich nicht so weiter ausbreiten kann, was vor allen Dingen bei uns, und das beunruhigt mich, in den Schulen erkennbar ist. Denn das, was in den Schulen erkennbar ist, ist ja ein Transport aus den Elternhäusern und aus den Moscheen heraus. Und vor diesem Hintergrund bitte ich die Bundesregierung, halt bei einem nächsten Bericht den Bereich Europa nicht draußen vorzulassen. Europa und Deutschland gehören vor diesem Aspekt bitte schön mit hinein. Dann hat als nächster Professor Kochit das Wort. Nee, das hat doch Herr Kochit, ja. Sie haben das Wort.
Danke schön. Nur ein Satz zum Thema Scharia und Kairoer sogenannte Kairoer Menschenrechtserklärung von 1991. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass diese Erklärung in der Theorie besteht, aber es ist wichtig in der Praxis, wenn wir von Menschenrechten in islamischen Ländern sprechen, die real existierende Lage untersuchen und genau dahin zu schauen und nicht diese Erklärung, die eigentlich nicht nur kaum, sondern überhaupt nicht rezipiert wird in der islamischen Welt. Also sie hat keine Bedeutung, auch wenn dort der immer wieder von Scharia die Rede ist. Aber wichtig ist die real existierende Situation vor Ort in den Ländern. Nur als Hinweis dazu. Zum Sender Al Jazeera. Al Jazeera ist ein staatlicher Sender von Katar und somit unterliegt den politischen Interessen. Wir haben es ja gerade gesehen, als Katar und Saudi-Arabien sich vorigen Monat wieder versöhnt haben, hat Al Jazeera also ihre narrative Richtung Saudi-Arabien vollkommen verändert. Das heißt, die politische Situation ist entscheidend. Innerhalb der Familie, der regierenden Familie in Katar gibt es ein Flügel, der sehr stark pro-Muslim-Bruder, der als Paradevertreter oder große Vertreter des politischen Islams gilt. Und da wird hier auch interveniert, dass Al Jazeera pro-Muslim-Bruder agiert. Al-Qaradawi, der muslimische Gelehrte Al-Qaradawi, der einer der anerkanntesten Muslimbrüdergelehrte gilt, war für viele Jahrzehnte der Hauptsprecher, wenn es um religiöse Fragen ging, in Al Jazeera. Mittlerweile ist er alt und pensioniert, unter Anführungszeichen, deshalb sieht man ihn nicht mehr in Al Jazeera. Aber die Grundrichtung, wenn es um Religion geht, dann ist es pro Muslimbrüder, aber das kann sich in diesen Ländern sehr schnell ändern, je nach politischen Interessen. Herzlichen Dank. Dann hat der Nächste in der Runde, Herr Castellucci für die SPD-Fraktion, das Wort zugeschaltet in der Konferenz. Ja, besten Dank, Frau Vorsitzende. Ich habe zunächst Fragen an Herrn Schnabel. Er hat in seinem schriftlichen Bericht ausgeführt, dass es an Verständnis über die Religions- und Weltanschauungsfreiheit mangelt. Das, glaube ich, stimmt, dass die Alphabetisierung hier immer weiter zurückgeht. Jetzt könnte man fragen, wenn an allen Schulen ja Religionsunterricht oder ähnliche Formen von Unterricht stattfinden, was dort gelehrt wird und was vielleicht dort auch versäumt wird. Aber es ist ja nicht nur etwas, was mit Religion zu tun hat, sondern etwas, was uns alle angeht. Also würden Sie auch für eine Stärkung der politischen Bildung plädieren, um hier zu einem vertiefteren Verständnis beitragen zu helfen. Vielleicht könnten Sie uns hier konkrete Hinweise geben. Und da Sie ja mit Entwicklungsdienst und Mission auch zu tun haben, wir diskutieren ja immer wieder, dass beispielsweise eben der Islam unabhängig werden soll vom Ausland, was jetzt ja auch Imame beispielsweise angeht, aber insbesondere auch Finanzierung. Ich bin immer ein Freund von Lösungen für alle. Dann müssten wir ja auch aufhören, Geld in die andere Richtung zu überweisen, mit dem dann möglicherweise Gemeindearbeit stattfinden kann. Können Sie sich dazu äußern, wie Sie diese Finanztransfers beurteilen und ob Sie uns im Sinne von Religionsfreiheit dann zu einer liberalen Haltung auffordern würden, nämlich auch Gelder aus dem Ausland, die nach Deutschland kommen, um hier beispielsweise Moscheen zu unterstützen, dann eben auch zu ertragen mit Fassung. Und wenn ich noch eine Sekunde habe, Herr Kuschid, Sie haben jetzt das Kinderkopftuch erwähnt. Ich weiß nicht sicher, warum. Frau Steinbach hat heftig angefangen zu nicken. Das ist dann schon ein Hinweis, dass es möglicherweise eine schwierige Richtung nimmt. Sie sagen, die Entwicklungen der letzten Jahre gehen in die falsche Richtung und sind alarmierend. Ich möchte Sie fragen, ob Sie dafür eine empirische Basis haben. Denn mir liegt die nicht vor. Ich habe die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung gebeten, dafür zu sorgen, dass wir auf der Basis von Fakten hier sprechen können. Weil das ist, glaube ich, wirklich die Grundlage dafür, dass wir dann auch gute Lösungen finden. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Dann hat zunächst Herr Dr. Schnabel hier das Wort. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank für die Fragen, Herr Castellucci. Ich beginne mal mit der Frage nach Politik, Erziehung, Bildung
Ich glaube, dass zumindest für den Staat im Vordergrund stehen muss, eine grundsolide politische Bildung und Demokratieerziehung zu machen. Das schließt dann natürlich die Religionsfreiheit ein, aber Grundrechte insgesamt. Wie ist da das Verhältnis und was ist die Grundlage? Aus meiner Sicht muss es einem demokratisch verfassten freiheitlichen Staat immer darum gehen, Grundrechtsträger zu ermutigen, ihre Grundrechte auch auszuüben. Natürlich muss niemand in Deutschland eine Meinung haben. Aber was wäre unsere demokratische Gesellschaft ohne Menschen, die sich eine Meinung bilden? Niemand muss in einer Gewerkschaft sein oder einer Vereinigung beitreten oder sie mitgründen. Aber was wäre unsere Gesellschaft ohne Assoziation? Das Gleiche gilt natürlich für die Sinnfrage. Ich will gar nicht sagen, dass sie zu einer Religion kommen müssen oder zu einer Weltanschauung kommen müssen. Aber sich die Sinnfrage zu stellen und das auch gemeinsam mit anderen zu tun, sich Fragen von Lebensbewältigung zu stellen in einer immer komplexeren Welt. Das ist wichtig, auch für unseren Staat. Und darum muss der Staat Menschen ermutigen, Grundrechte auch auszuüben. Und das, glaube ich, gehört zu einer Demokratieerziehung und politischen Bildung dazu, immer zu fragen, warum haben wir diese Grundrechte? Was bringen sie dem Bürger? Es ist heute nicht mehr nur die abwehrrechtliche Konstellation, mit der die Grundrechte begonnen haben. Der Staat gewährleistet zumindest in Deutschland und in vielen anderen Teilen der Welt die Grundrechte. Die Frage ist eher, wie können wir dafür sorgen, dass die Grundrechtsträger sich auch des Wertes dieser Grundrechte bewusst sind und sie einbringen in die Gestaltung von Gesellschaft. Und da ist Religion inter alia, aber nicht unwichtig, eben weil es so eng am Persönlichkeitskern hängt und weil es die Menschen befähigt, ihr Leben unter der Sinnfrage und eben auch der Frage, was sind ethische Normen zu stellen. Und das trägt zum Gemeinwesen bei und das trägt auch zur Stabilität von Demokratie bei, das trägt zur Stabilität von Rechtsstaatlichkeit bei. Und ich glaube, da können sich dann staatliche Bildungssysteme und religiöse Beiträge zum Bildungssystem ergänzen, denn die Grundrechte müssen ja immer wieder gefüllt werden. Und das kann der Staat nicht und das kann er insbesondere natürlich bei der Religionsfreiheit nicht, weil er theologisch unmusikalisch sein muss als weltanschaulich neutraler Staat. Da hält er sich raus. Aber die Kirchen, die Religionsgemeinschaften, die muslimischen Gemeinschaften, die Weltanschauungsgemeinschaften, die säkularen, können diesen Raum füllen, den die Grundrechte ihnen eröffnen und damit zur Stabilität des Gemeinwesens beitragen. Und dann wäre es mir, um zur zweiten Frage zu kommen, auch ganz egal, woher das Geld kommt. Also das ist ein bisschen die Diskussion, die wir vor 150 Jahren über die Ultramontanisten hatten. Ja? Also es ist doch egal, ob eine Religionsgemeinschaft national oder international aufgestellt ist. Im Übrigen, das Internationale hat ja auch viele Vorteile. Und die Finanzströme im Einzelnen müssen einen nicht interessieren. Was uns interessieren müssen, sind die Inhalte, die vermittelt werden. Und da kann der Staat zwar nicht bewerten, aber, und das habe ich ja auch in meiner Stellungnahme ausführlicher dargelegt, der Staat kann natürlich durch bestimmte Förderprogramme, durch Kooperationen mitsteuern, wie die Grundrechtsausübung der einzelnen Grundrechtsträger sich in den öffentlichen Raum hinein entfaltet. Wird Geld angeboten für Programme Religion und Frauenförderung zum Beispiel, dann werden sich natürlich nur die Liberaleren an diesen Programmen beteiligen und die staatlichen Programme mit umsetzen. Das Gleiche haben wir mit der Entwicklungskooperation, wo es auch viele religiöse Kooperationspartner gibt. Also durch Anreize, die gesetzt werden, kann der Staat schon beeinflussen, wie Religion sich entwickelt. Und ich glaube, da muss man auch auf das Prinzip der religionstransformierenden Kraft von Kooperation und Dialog setzen. Wo Religionsgemeinschaften eingebunden werden, da entwickeln sie sich auch in dem Sinne, die unserer Demokratie dienen kann. Wo man sie ausgrenzt nach dem laizistischen Prinzip, laufen wir Gefahr, in Probleme zu kommen, wie in Frankreich, wo man jetzt wieder einfangen muss, was man durch die Ignorierung der Religion über Jahrzehnte erreicht hat, nämlich eine Abschottung und eine Schaffung von Parallelgesellschaften. Das wollen wir ja gerade nicht. Herzlichen Dank. Dann hat jetzt Professor Korschid in der Konferenz das Wort. Bis 4 Minuten. Ja, vielen Dank. Also zu der Frage der aller, also was ich da hier geschrieben habe, das war die Frage, also in dem in meiner Stellungnahme, dass die Entwicklungen der letzten Zeit eher alarmierend sind. Das bezog sich ja auf die Bereitschaft, auch Kritik zu äußern, dort, wo Kritik berechtigt ist, oder machen wir uns mundtot durch Selbstzensur aus Angst, dass man dann auf die falsche Seite
oder zu der Fall, also stigmatisiert wird als Islamophob oder Islamhasser oder ein Rechtsradikaler und so weiter. Zwei Sachen dazu. Erstens, es gibt also indirekt empirische Studien, also ich nenne jetzt eine der letzten, wenn nicht sogar der letzte zu dem Thema, von dem Soziologen Detlef Pollack aus dem Jahre 2016, wo dort untersucht wurde, nicht jetzt unmittelbar diese Fragestellung, aber da wurde untersucht unter anderem die Frage zwischen real erfahrener Diskriminierung durch Muslime, also es ging um türkeistämmige Musliminnen und Muslime in Deutschland, und die Frage war unter anderem, also die real erfahrene Diskriminierung auf der einen Seite und die empfundene Benachteiligung oder Diskriminierung, und die gehen total auseinander. Die real erfahrene ist viel weniger als die empfundene Diskriminierung. Und gleichzeitig, das geht einher mit der Identifikation auch mit der Religion, also wo man auch sieht, es gibt eine Verschiebung zwischen der sogenannten ersten Generation und zweiten, dritten. Auf der anderen Seite, erste Generation sehen sich als wenig religiös, aber praktizieren die Religion viel mehr. Die zweite, dritte Generation sehen sich als sehr religiös und Religion bedeutet für sie viel, aber praktizieren die Religion kaum im Vergleich zu der ersten Generation. Und das erklärt man eben mit der Identifikation. Religion wird zur Identität. Das heißt, jede Kritik wird als Angriff auf, gegen sich selbst. Und hier ist genau die Gefahr, von der ich spreche, die zum Teil, also Sie haben es hier selber auch demonstriert, dass Sie gesagt haben, als ich das mit dem Kinderkopftuch gesagt habe, hat Frau Steinbach zugenickt, und Sie haben es jetzt nicht so gesagt, aber ich habe es so verstanden, fast als Vorwurf mich. Ich überspitze jetzt absichtlich. Und das erlebt man ja sehr oft, also dass man sagt, ah, man bekommt den Applaus von der falschen Seite. Aber dass Kinder unter 10 Jahren Kopftuch tragen müssen, weil die Eltern das ihnen vorschreiben, also kein Mädchen mit 9 oder 10 kommt von alleine auf die Idee, Kopftuch zu tragen, um damit in die Schule zu gehen. Und das meinte ich, also dass wir nicht jetzt aus falsch verstandener Toleranz diese Kinder im Stich lassen, weil wer spricht dann für sie. Und gleichzeitig muss ich betonen, ich bin auch gegen Verbote. Also das ist keine Verteidigung des Verbots von Kinderkopftüchern. Nun, die Frage ist, wenn wir nur einseitig die Dinge aus der Brille der Angst aus antimuslimischer Rassismus oder antimuslimischer Diskriminierung sehen, dass es nicht umkippt und dadurch wären wir blind. Auf der anderen Seite, was ist mit den Rechten dieser kleinen Kinder auf Selbstbestimmung, wenn sie jetzt kein Kopftuch tragen wollen. Also das ist nur, worauf ich hinaus wollte und keineswegs jetzt, also ich schreibe das ja im Bericht selbst, Sie haben es jetzt teilzitiert, wenn Sie weiterlesen, gerade um denen den Wind aus den Segeln zu nehmen, sei es jetzt die Islamkritiker, Rechtspopulisten, wie immer, müssen wir selbst, auch innerislamisch, Selbstkritik üben und die Probleme mit Namen nennen. Dann nehmen wir den anderen den Falschen sozusagen, den Wind aus den Segeln. Herzlichen Dank. Dann hat jetzt der Kollege Peter Heidt für die FDP-Fraktion das Wort. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Lieber Herr Professor Bielefeld, Sie haben in Ihrem sehr ausführlichen Bericht Stellungnahme Länderkapitel angesprochen und haben dort ja dezidiert die Einbeziehung europäischer Staaten für eine künftige Länderauswahl angesprochen. Diese grundsätzliche Einschätzung teilen die Freien Demokraten. Und deshalb auch eine Frage zu Europa. Wie beurteilen Sie den Einfluss der katholischen Kirche in Polen auf konfessionslose und nichtgläubige Menschen, zum Beispiel auch in Hinsicht auf das im Oktober beschlossene Abtreibungsverbot oder die sogenannten LGBT-freien Zonen? Zweite Frage, inwieweit spielt Ihre Einschätzung nach sexuelle Gewalt gegenüber Frauen in religiös motivierten Konflikten eine Rolle? Und dann weltweit gewinnen in vielen Ländern ja radikale und gewaltbereite Fundamentalisten an Einfluss und sind in manchen Ländern flächendeckend präsent, während die weltlichen Kräfte das Land verlassen. Wir sprachen da auch teilweise heute schon von. Allein in Bangladesch flüchteten seit den ersten Morden vor 5 Jahren unter dem Vorwand der Blasphemie 40 Blogger.
die da geblieben sind, setzten ihr Leben aufs Spiel. Und dann, ja, Herr Professor Dr. Schirmacher, schön, Sie wieder mal hier sozusagen zu sehen, wenn auch auf der Ferne. Mich würde bei Ihnen interessieren, die Digitalisierung der Religion bringt Gefahren in ganz neuem Ausmaß mit sich. Datenschutz und Transparenz beispielsweise sind brisante Themen, wenn es um die Religionsfreiheit geht. Die Manipulation und Kontrolle bis hin zur Mobilisierung von religiöser Gewalt bekommen mit dem Internet völlig neue Dimensionen. Der Zugang ist viel niederschwelliger, die Vernetzung ist global. Und daraus die Frage, wie wird Ihrer Einschätzung nach die zunehmende Digitalisierung die Religionsfreiheit positiv oder eben negativ beeinflussen? Vielen Dank. Vielen Dank. Dann hat zunächst Professor Bielefeld das Wort und im Anschluss Professor Schirmacher. So, jetzt muss ich mich furchtbar beeilen mit meinen knappen 4 Minuten, um auf dieses Panorama der Fragen sinnvoll zu antworten. Ja, Europa, viele andere haben es gesagt, es ist eine Frage der Glaubwürdigkeit, dass wir auch auf Europa schauen, selbst wenn die großen Dramen der Religionsfreiheit vielleicht eher anderswo stattfinden. Aber wir haben eben auch ernste Probleme. Ein merkwürdiges Sprachengesetz in Dänemark etwa. Sie haben Polen angesprochen. Polen und Ungarn spielen übrigens eine starke Rolle in einer letztes Jahr entstandenen International Religious Freedom Alliance, die der damalige US-Staatssekretär Pompeo, wir sind da noch in der Trump-Administration, aus der Taufe gehoben hat. Und wo wir erleben, dass das Thema Religionsfreiheit, sagen wir mal, sehr merkwürdig verdreht wird. Deshalb hatte ich das in meinem Eingangsstatement gesagt, es gibt Verdrehungen vielfältiger Art auch hier. Wenn in Ungarn etwa der Staat von Religionsfreiheit redet, dann klingt das eher nach cuius regio, eius religio. Da wird Religion zur Markierung von Territorien benutzt. Das ist weit entfernt von der Religionsfreiheit. Und auch diese International Religious Freedom Alliance, mal schauen, was daraus wird, glaube ich, braucht einen kritischen Blick. LGBT-freie Zonen auszurufen, ist natürlich krass gegen Geist und Buchstabe der Menschenrechte. Und wer hier die Religionsfreiheit im Munde führt, tut das nicht legitimerweise. Das wäre ein Beispiel dafür, dass man sagen muss, nein, hier, das hat mit Religionsfreiheit nichts zu tun, selbst wenn jemand das Etikett auf solch eine Politik draufklebt. Die Blogger in Bangladesch habe ich übrigens selber besucht. Also ich habe 4 von denen getroffen, als ich für die UNO in Bangladesch war. Interessant ist, dass viele von denen sich selber übrigens als religiös praktizierend verstehen. Also sie sind eher Bestandteile, einige von denen, auch einer liberal-islamischen Reformorientierung. Von außen wurden sie zum Teil als Atheisten betrachtet. Das Selbstverständnis ist da nicht identisch. Also muss man auch aufpassen. Also manche Solidaritätskampagnen von außen konnten das Selbstverständnis dieser Menschen nicht genau treffen. Also gerade derjenige, der auf der schwarzen Liste oben ansteht, hat sein sozusagen Todesurteil, das ihm Hardliner gewünscht haben, erfahren, als er aus der Moschee aus dem Freitagsgebet kam. Hat ein Blatt in die Hand gekriegt, kill them. Solidarität von außen, zum Teil, das sind die Atheisten, zum Teil nicht. Ja. Aber in der Tat, Bangladesch ist eine Gesellschaft voller Widersprüche, eine Gesellschaft, die sich zum Säkularismus und zugleich zum Islam als Staatsreligion bekennt. Also die Welt ist voller Überraschungen. Wenn ich die Gelegenheit noch nutzen darf, zu sagen, Kairo-Erklärung, furchtbar, ganz furchtbares Dokument. Man darf es nicht überschätzen. Also es ist vor allem ein identitätspolitisches Dokument nach außen. Die Organisation der Islamischen Kooperation stellt sich so dar. Manche Leute würden in der Innenpolitik enorme Probleme bekommen, wenn sie sich tatsächlich darauf stützen würden. Herzlichen Dank. Und als nächster Professor Schirmacher, auch bis zu 4 Minuten für Sie. Sie müssten sich noch einmal wieder entmuten, Herr Schirmacher. Ja, es ist überhaupt gar keine Frage, dass man, wenn man im Internet ein bisschen spazieren geht, man gerade bei Fragen rund um Religion und Weltanschauung einem ganz schwindelig werden kann.
Es ist überhaupt keine Frage, um mal das eine Beispiel aufzugreifen, was ich auch in meiner Stellungnahme behandelt hat. Atheisten, Nicht-Religiöse, dass fast alle Fälle, die irgendwie publik werden, sich auf Leute beziehen, die im Internet geoutet haben. Und es ist natürlich zum Teil sogar abenteuerlich, wer da alles als Atheist bezeichnet wird, weil das in vielen Ländern ja schon damit anfängt, nur die Frage zu stellen. Ich denke in Ägypten an einen Blogger, der hatte nur gefragt, kennt jemand gute Argumente dafür, dass es Gott gibt? Und schon war also im Visier, weil allein die Frage zu stellen als atheistisch gilt. Und allerdings möchte ich darauf verweisen, dass viel zu wenig untersucht worden ist, dass im Internet der Anschein immer so erweckt wird, als wären da Privatpersonen unterwegs, die ihrem Herzen Luft machen. In Wirklichkeit natürlich nicht nur die Staaten, sondern auch Parteien und Bewegungen längst Profis ansetzen. Im Falle von Russland ist das allen bekannt, aber das waren natürlich alle Länder. Ich könnte ein abendfüllendes Programm erzählen, was die da zum Teil so drauf haben. Und ich denke, das müsste man mal tatsächlich in der Untersuchung mehr ins Visier nehmen. In Indien beispielsweise ist es überhaupt keine Frage, dass die derzeitige Regierung unter anderem auch Wahlen dadurch gewinnt, dass sie im Internet Kampagnen gegen McDonald's lostritt, weil es da Rindfleisch gibt und so weiter und so weiter. Und da frage ich mich, inwieweit nicht Staaten, die das anders sehen, sich auch überlegen müssen, was denn ihrerseits passieren kann. Nun wollen wir natürlich keine Roboter einsetzen, die sich für Menschenrechte einsetzen, aber ich würde ganz dringend empfehlen, Blogger nicht nur zu besuchen, so wichtig das ist, sondern wirklich direkt zu unterstützen, in Netzwerke einzubinden, ihnen eine gewisse Sicherheit zu geben, ihnen Schulungen zu geben. Ich habe heute Vormittag mit dem Religionsminister von Indonesien gesprochen. In Indonesien haben wir sicher die größten islamischen Organisationen, die für Religionsfreiheit eintreten. Ja. Und wir haben direkt darüber gesprochen, weil ich versuchen möchte, dass die Indonesier endlich ihre Sache auch in anderen Sprachen propagieren und anfangen, im islamischen Diskurs im großen Stil mitzuarbeiten. Leute wie Shahid aus Australien, auch Professor Korshid sind da zum Teil die großen Vorbilder. Und Gemeinschaft der Imame in Indonesien ist in den letzten 10 Jahren auf einem sehr positiven Kurs Richtung Religionsfreiheit. Nur mit Indonesisch ist da natürlich nicht sehr viel anzufangen. Und das wäre für mich zum Beispiel selbst was für die Außenpolitik, da jetzt einzusteigen und zu sagen, gebt uns mal 100 junge Blogger aus Indonesien und wir sorgen dafür, dass die nicht nur in Englisch, sondern auch in anderen islamischen Sprachen ihren Beitrag da leisten können. Ich habe das in Gambia erlebt, wo ich direkt vom Lockdown gewesen bin, um die christlichen Kirchen zusammenzubringen mit was man da moderate Muslime nennt, weil in der Verfassung die Scharia verankert werden sollte. Und da sind rund 70, 80% der Muslime wollen das auf keinen Fall, haben sich aber vor allen Dingen über das Internet in die Position bringen lassen, dass also der Islam sich eigentlich nur verteidigen lässt, wenn. Und übers Internet sind die Kontakte dann auch zustande gekommen, die zusammenzubringen. Und jetzt ist also diese Verfassung erstmal abgelehnt. Herzlichen Dank. Herr Professor Bielefeld, schalten Sie noch Ihr Mikrofon einmal wieder auf Stumm. Hervorragend, vielen Dank. Dann hat jetzt als Nächste die Kollegin Nastic für die Linken das Wort. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren. Ich würde gerne Frau Schiffler fragen. Sie schreiben in Ihrer Stellungnahme zu einem der Schwerpunkte im Bereich der digitalen Kommunikation und des Hate Speech, also der Hassrede im Online-Bereich, ich zitiere, der stark verzerrte Diskurs über den Islam und Muslime seit den 80er Jahren liefert ein anschauliches Bild dafür, wie angesehene Medien und durchaus auch Politikerinnen den Hassdiskurs im Netz und
auf der Straße befeuern. Könnten Sie das bitte ausführen? Und zum Stichwort Hassrede machen Sie ja den Punkt sehr deutlich, dass eben nicht eine religiöse Gruppe gegen die andere ausgespielt werden sollte, sondern dass alle rassistischen Erfahrungen zu verfolgen seien. Insbesondere, dass auch Jüdinnen und Musliminnen vergleichbare Schutzbedürfnisse hätten und dass auch hierbei die digitale und die analoge Welt nicht zu trennen seien. Mit dem Gesetz gegen Hass im Netz soll ja geregelt werden, dass künftig Anbieter von Social Media Kanälen solche Kommentare nicht nur blockieren und löschen, sondern auch dieses weiter ans Bundeskriminalamt melden sollen. Und es sind ja auch Änderungen im Strafrecht vorgesehen. Sie schreiben, es wäre wichtig, dass Unternehmen diese Kommentare nicht löschen. Könnten Sie das bitte ausführen, wieso Sie dieser Meinung sind und auch den Zusammenhang des Schutzbedürfnisses sowohl von Jüdinnen als auch von Muslimen verdeutlichen? Und eine weitere Frage hätte ich an Frau Halmbach-Steins. Es wurde ja hier mehrfach ausgeführt, dass man in dem Bericht viel zu wenig auf Europa schauen würde. Herr Bielefeld hat das ja auch anschaulich noch mal dargestellt. Meine Frage würde sich durchaus auch noch mal an Sie auf Polen beziehen. Stichwort fast ein Viertel des Landes zu LGBTIQ-freien Zonen erklärt. Frauenrechtlerinnen werden jetzt massiv verfolgt in Polen und bedroht. Und die Kirche, auch unter anderem der Kirchensender Radio Ave Maria, spielt dort eine wesentliche Rolle, auch bei dem sozialen Kontrollfunktion bis hin eben, dass Kirche Paaren die Taufe von Kindern oder die Eheschließung verbietet, wenn sie sich der katholischen, ich sag mal, der sehr konservativen katholischen Kirche und deren Vorgaben nicht anschließen. Wie bewerten Sie dann dort die Religionsfreiheiten, immerhin ein Land der Europäischen Union? Vielen Dank. Eine Rückfrage habe ich, das ging einmal an Frau Dr. Schiffer und einmal an Professor Bielefeld. Ah, Entschuldigung, alles klar. Dann, Professor Schiffer, haben Sie zunächst das Wort und dann geht es weiter. Ich versuche es in chronologischer Reihenfolge. Tatsächlich ist zu beobachten, dass wir seit der iranischen Revolution, der sogenannten 1979, eine starke Engführung in der Verknüpfung der Themen Islam und Gewalt in der allgemeinen, in der Auslandsberichterstattung haben. Und zwar an sogenannten Qualitätsmedien, eigentlich in allen in der damaligen Zeit. Es war egal, welcher politischen Couleur. Es wurde nicht so oft berichtet, aber immer in die gleiche Richtung, sehr einhellig. Qualitativ hat sich dieses Medienbild nicht verändert nach dem 11. September 2001, aber enorm in der Quantität. Meine Doktorarbeit bezieht sich auf den antimuslimischen Diskurs vor dem 11. September 2001. Differenzierter wurde die allgemeine Darstellung nach dieser Sarrazin-Debatte 2010 und auch dem Minarettverbot in der Schweiz. Das war irgendwie so eine Schrecksituation. Seitdem gibt es sozusagen beides. Wir haben weiterhin auch thematische Engführungen, aber wir haben auch einen differenzierteren Diskurs über eventuell Beiträge der Medien zu Hass, zu Hetze, nicht nur gegen Muslime, auch gegen andere. Insgesamt eine sehr differenzierte Debatte. Und ja, aber wir können feststellen, dass bei bestimmten Anlässen, und dazu bieten Anschläge natürlich dann immer die geeigneten, auch sehr stark auf alte, erlernte Muster und ebenso pars pro toto Wahrnehmungen in der Verallgemeinerung dann zurückgegriffen werden. Das ist ein bisschen die Gefahr. Und wir konnten in den letzten Jahren beobachten, dass dann diese einmal gesetzten Frames und Themen hier verknüpft wurden, stärker noch mit dem Thema Einwanderung, Asyl, hat es schon mal gegeben, Anfang der 90er Jahre mit den entsprechenden Ausschreitungen in Folge. Und dann jetzt so, ich nenne mal ein paar Namen, Seehofer, Söder, Koch, Sarrazin, auch Wagenknecht. Und bei einer anderen Partei würde man es vielleicht eher sowieso erwarten. Aber es ist eben weit verbreitet. Und das sind die Dinge, die dann im Netz aufgegriffen werden und sozusagen wie Kronzeugen verhandelt werden. Das ist dann wie so eine Art Generator. Und da möchte ich sagen, also Juden und Muslime sind stark angegriffen, antisemitisch. Der antisemitische Diskurs ist sozusagen unkaputtbar feststellbar. Aber auch andere Gruppen werden
entsprechend angegriffen. Ich habe schon Frauen erwähnt, Muslime ebenso. Hier wäre es gut und günstig, wenn man die Schutzbedürftigkeit der einzelnen Gruppen auch gleichwertig annimmt. Wir konnten das sehen beim Umgang mit dem Anschlag in Halle, der jetzt auch im Prozess nochmal nachweislich bewiesen wurde, hatte eine antisemitische und eine antiislamische Motivation, führte aber so in der öffentlichen, auch politischen Debatte eher dazu, das Schutzbedürfnis von Juden zu stärken. So richtig das ist. Solange dann das nicht gleichwertig verhandelt wird, schafft das wieder neue Ressentiments und vielleicht auch gerade zwischen Juden und Muslimen eine Opferkonkurrenz. Das neue Gesetz jetzt nach diesem Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das ja die Löschung von problematischen und straffälligen Einträgen gefördert hatte, das neue Gesetz ist sicherlich oder hoffe ich eine Chance. Wir werden mal sehen, wie es umgesetzt wird. Also ich würde es mal so zusammenfassen, das Löschen alleine reicht nicht, sondern das Wichtige ist, dass nicht Beweismittel vernichtet werden, sondern erstmal gesichert werden. Und was wir beobachten müssen, ist in Zukunft, ob es die Strafverfolgungsbehörden, Polizei und Staatsanwaltschaften auch vermögen, die Offizialdelikte, die im Netz auch stattfinden, also zum Beispiel Aufruf zum Hass, Volksverhetzung, Aufruf zum Mord, solche Dinge, dann auch wirklich eigenständig zu verfolgen und nicht individualisierend erst auf Anzeigen zu warten. Das hat nämlich ein großes Problem für diejenigen, die Anzeigen erstellen, weil nämlich über die Akteneinsicht ihre privaten Daten dann an diese andere Seite gehen. Da haben wir eine große Schieflage, die wir immer noch überlegen müssen und die das ganze Anliegen schwächt. Über solche Vernetzungsstrukturen im Hintergrund der Internetmedien hat ja Caroline Schwarz mit dem Buch Hasskrieger ein sehr gutes Buch vorgelegt, wo deutlich wird, dass die an der Oberfläche aufscheinenden, und der Herr Schumacher hat es schon gesagt, sozusagen Spots, durchaus Verabredungen sind, und zwar nicht nur von Staaten, sondern auch von verschiedenen Organisationen. Ich würde das allerdings nicht immer alles nur rechtsextremen Gruppen zuweisen. Das Problem ist viel breiter. Wir brauchen hier einerseits einen Angriff auf die Strukturen. Kommen wir zum Schluss. Ein Angriff auf die Strukturen, also die Frage eigentlich, das Internet ist keine Naturgewalt, warum gestalten wir es nicht politisch? Und die zweite Frage auch, wir brauchen ein systematisches Fach Medienbildung an Schulen, wo man sich beispielsweise mit solchen Kommunikationsdynamiken in Medien und sozialen Medien auseinandersetzt. Herzlichen Dank. Dann das ist aber alles gedacht. Herzlichen Dank. Dann hat Professor Heimbach-Steins als nächstes das Wort. Ja, vielen Dank. Sie sprechen, Frau Nastic, ein sehr dorniges Problem an, sicherlich eines der dornigsten, mit dem wir in der katholischen Kirche zu kämpfen haben, nicht nur in Polen, sondern auch in etlichen anderen Zusammenhängen, und ein Problem, mit dem auch andere christliche Denominationen zu tun haben. Nun geht es hier jetzt um ein politisches Problem zunächst mal, aber wir sehen, dass wir da eine ganz schwierige Amalgamierung haben von bestimmten fundamentalistischen Ausprägungen von Religion mit bestimmten fundamentalistischen Ausprägungen von Politik. Und das ist einer der Gründe, warum ich auch der Meinung bin, dass man europäische Probleme auf jeden Fall in einen weiteren Bericht aufnehmen muss. Das betrifft keineswegs alleine den Islam und das Wirken des Islam in Europa. Das möchte ich nochmal ganz ausdrücklich betonen, sondern das ist eben auch ein Problem, das diesseits sozusagen im Bereich der christlichen Prägung Europas eine Rolle spielt. Die Problemlage, die Sie ansprechen, und diese unsägliche Ausgrenzung von Menschen, die sich nicht binär verstehen oder die gleichgeschlechtlich lieben, ist für meine Begriffe ein absoluter Skandal. Und es ist etwas, was natürlich durch bestimmte religiös sehr, sehr, sehr konservative Medien mitgetragen und unterstützt wird. Wir haben eben von Herrn Schirmacher gehört, dass man das sozusagen nicht auf die Gesamtheit sozusagen der katholischen Kirche in Polen in ihrer jetzigen Konstellation
einfach extrapolieren kann. Und man kann es schon gar nicht auf alle Katholiken extrapolieren. Es ist aber ein Problem, dass durch auch die Position des katholischen Lehramtes leider eher unterstützt wird, als dass es konterkariert würde. Damit kämpfen wir auch als Theologinnen und Theologen, und sehr, sehr viele wache Gläubige in der katholischen Kirche kämpfen sehr stark dagegen. Sie sehen daran, wie disparat die innere Befindlichkeit auch einer Religionsgemeinschaft sein kann und wie sehr sie abhängig, also bestimmte Lebensäußerungen auch abhängig sind von den Kontexten, in denen sie sich gerade äußert. Also das muss man, glaube ich, sehr genau analysieren und sehr genau auch differenzieren in der Art und Weise, wie man Stellung nimmt. Wenn Sie fragen, was bedeutet das für die Religionsfreiheit, dann würde ich sagen, diese Art von Ausgrenzungspolitik, die sich unter Umständen mit religiösen Argumenten versucht zu legitimieren, kann man nicht über die Religionsfreiheit rechtfertigen. Ganz gewiss nicht. Und man kann sie auch nicht über andere Menschenrechte rechtfertigen, schon gar nicht. Ja, wir sehen hier eine ganz schwierige Intersektion sozusagen zwischen Religionsfreiheit, Geschlechtergleichstellung und dieser merkwürdigen Konstellation mit einer bestimmten Art von Nationalismus, der meint, diese Art von religiös-politischer Legitimation für sich beanspruchen zu müssen. Und das da muss man auf das Schärfste kritisieren. Das würden auch sehr viele Akteure im Rahmen des katholischen Christentums sehr stark kritisieren. Und wir müssen, glaube ich, da sehr, sehr genau dran arbeiten. Es gibt da auch eine Menge Forschung zu diesen Verknüpfungen, diesen Verflechtungen zwischen Nationalismus und einer sehr eng verstandenen religiösen Identität, einer religiösen Identitätspolitik und einer ausgrenzenden Genderpolitik, die sich hier auf die allerschlimmste Weise äußert. Ich teile da Ihre Sorgen absolut. Herzlichen Dank. Dann hat jetzt der Kollege Gehring für die Fraktion der Grünen das Wort. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, und ein ganz großes Dankeschön an alle Sachverständigen der demokratischen verfassungsschützenden Fraktion. Ressentiments und Diskriminierung, auch Verfolgung aufgrund von Religionszugehörigkeit, gehört in vielen Ländern leider zum bitteren Alltag. Und darum muss Deutschland, das Parlament und die Bundesregierung sich aktiv gegen jede Diffamierung und Verfolgung von Gläubigen, Glaubensgemeinschaften, religiösen Minderheiten, Konfessionswechslern und Konfessionslosen einsetzen, sowohl international als auch national. Religionsfreiheit darf kein Freifahrtsschein für religionsinstrumentalisierenden Fanatismus und Extremismus sein. An Frau Professor Heimbach-Steins hätte ich zwei Fragen. In Ihrer Stellungnahme stellen Sie vor allem auf die RechtsträgerInnen des Menschenrechts auf Religions- und Weltanschauungsfreiheit ab, nämlich die Menschen. Und gerade Frauen sind häufig von religiöser oder weltanschaulicher Diskriminierung bzw. durch religiöse Dogmen betroffen. In der Forschung wird dieser Aspekt leider noch nicht so stark beleuchtet. Wie beurteilen Sie die genderrechtlichen Auswirkungen im Spannungsfeld der Gewährleistung und der Verletzung des Menschenrechts auf Religions- und Weltanschauungsfreiheit? Die zweite Frage bezieht sich auch auf Ihre schriftliche Stellungnahme, in der Sie dazu raten, ich sag mal, Risiken und Nebenwirkungen bei Kooperation in der internationalen Zusammenarbeit mit religiösen und weltanschaulichen Akteurinnen sorgfältig abzuwägen. Wo ist das aus Ihrer Sicht in den letzten Jahren besonders gut gelungen und wo eher negativ ausgefallen? Sie berichten beispielsweise, dass eine Kooperation mit religiösen AkteurInnen hilfreich sein kann, um die Praxis weiblicher Genitalverstümmelung zu überwinden. Können Sie weitere Beispiele nennen, in denen religiöse AkteurInnen gute KooperationspartnerInnen im Kampf gegen Menschenrechtsverletzungen sein können? Vielen Dank. Dankeschön. Dann Professor Heimbach-Steins, haben Sie wieder das Wort. Dankeschön, Herr Gehring, für die Fragen.
Ja, mit der ersten Frage, die Sie mir stellen, können wir ja gleich anschließen an das Thema, das wir vorhin schon etwas angesprochen haben. Ich möchte noch mal dazu einen grundsätzlichen Gedanken versuchen zu formulieren. Ich habe eingangs gesagt, Religion und Weltanschauung sind Ressourcen sozusagen der Lebensgestaltung und der Lebensdeutung, die den ganzen Menschen meinen und die sozusagen eine Art ja, totalisierende Deutungsressource darstellen. Und das heißt, sie beziehen eben auch den menschlichen Körper, der immer ein geschlechtlich bestimmter Körper ist, ein. Und das muss man, glaube ich, sich sehr deutlich klar machen. Wir haben eine Vielfalt von religiösen Überzeugungen, religiösen Gemeinschaften, die von ihren Traditionen her patriarchal geprägt sind und in denen deswegen auch die Deutungsressourcen sehr stark von einer männlichen Ausgangsposition her, einer sozusagen herrschenden Männlichkeit her darauf zugehen, nun das Leben nicht nur der Männer, sondern vor allen Dingen der anderen, der Frauen und derer, die nicht dem eigenen Männlichkeitsbild entsprechen, also etwa gleichgeschlechtlich liebender Menschen und nicht-binärer Personen zu regulieren. Und das ist eine grundlegende Problemlage, die wir in vielen religiösen Zusammenhängen vor Augen haben müssen. Wir haben das eben an dem Beispiel der Diskriminierung von LGBT-Personen thematisiert. Und meine große Sorge in dem Fall ist wirklich die, dass nicht hier eine einzige religiöse Lesart bestimmter Geschlechtsidentitäten alleine steht. Das wäre schon schwierig genug, wenn sie ausgrenzend agiert, sondern dass wir es vielfach zu tun haben. Und das ist in Europa wie in anderen Teilen der Welt ein ganz großes Problem, dass sich eben diese Befindlichkeit und diese Positionierung vermengt mit anderen ausgrenzenden Tendenzen, mit Nationalismus und mit eben einer auch säkularen Anti-Gender-Ideologie. Das ist ein sehr starkes Thema. Das ist in vielen Ländern Europas zurzeit auch ein starkes Thema. Und ich glaube, dass wir hier sehr aufmerksam sein müssen, weil hier sowohl die Religionsfreiheit als auch die Gleichstellung der Geschlechter und die Anerkennung unterschiedlicher geschlechtlicher Identitäten massiv unter Druck gerät und dass sich diese Anti-Bewegungen gegenseitig verstärken. Das ist ein Thema, das mir große Sorgen macht und das wir, glaube ich, sehr, sehr aufmerksam verfolgen müssen. Ihre andere Frage. Ja, ich glaube, es ist eine sehr wichtige Einsicht, dass religiöse Akteure in aller Ambivalenz, die sie zutage stellen, aber in vielen gesellschaftlichen Zusammenhängen, gerade da, wo Religion eine starke Rolle spielt, Wege öffnen können, um Menschen zu erreichen, um gerade auch Gruppen zu erreichen, deren Menschenrechte besonders gefährdet sind. Und etwa bei indigenen Gruppen. Ja, oder eben auch bei Frauen, die aus traditionalen Erwägungen heraus in solche gefährlichen Situationen wie der Genitalverstümmelung kommen, die eigentlich nicht von Religionen in irgendeiner Weise vorgeschrieben werden. Weder Christentum noch Islam kennen Lehren, die diese Art von Praxen verlangen würden. Aber sie sind häufig in bestimmten Traditionen verankert und werden dann religiös begründet. Da können religiöse Akteure, die Zugang zu diesen Leuten haben, sozusagen Türöffner sein und Facilitators sein, sozusagen, um entsprechende Öffnungen für das Denken, für die Frage, was wollen wir damit eigentlich zu erreichen, weil sie nicht einfach von außen kommen. Ähnlich scheint es mir zu sein, im Kampf für die Rechte von indigenen Völkern, die religiösen Rechte, aber auch die Beteiligungsrechte. Kommen Sie zum Schluss? Ja, ich komme zum Schluss. Und ich glaube, dass auch hier der Brückenbau notwendig ist zwischen unmittelbar politischen Akteuren und zivilgesellschaftlichen Akteuren, zu denen eben auch Religionsgemeinschaften, religiöse Akteure kommen können, die in bestimmten Kontexten einen leichteren Zugang haben. Dankeschön. Herzlichen Dank. Ich schaue immer zur Union. Bleibt es bei Michael Brandt als alles klar? Wir teilen uns auf.
Perfekt. Sie haben trotzdem nur 2 Minuten, an das möchte ich Sie kameradschaftlich teilen wir uns auf. Ich will das an den Professor Schirmacher richten, will aber als erstes für die Unionsfraktion noch ein ganz herzliches Dankeschön für die Arbeit an den Religionsbeauftragten sagen, der seine Sache wirklich gut gemacht hat als Pionier in dem Bereich. Und wir sind wirklich außerordentlich dankbar dafür, dass so ein guter Bericht mit einem systematischen Teil, mit einem Länderteil auf den Weg gebracht worden ist. Und Herr Schirmacher hat vollkommen recht. Man muss noch mal grundsätzlicher fragen, nämlich auch die Frage, ob es verstetigt werden sollte. Das möchte ich Sie als erstes fragen. Und zweitens, der Dialog mit den religiösen Führern, den haben Sie angesprochen in der Frage 5 und nehmen hier das Beispiel der Allianz christlicher Kirchen moderater muslimischer Führer in Gambia. Auch vor dem Hintergrund will ich Sie noch mal grundsätzlich fragen, welche Bedeutung messen Sie dem Amt international bei und welche Rolle spielen die Dialoge mit religiösen und insbesondere moderaten religiösen Führern? Und meine Frage geht an unseren zweiten Gefragten, Herrn Kochin, Professor. Sie haben immer wieder Bezug genommen auf den liberalen Islam stärken. Das ist ja auch ein bisschen in unserer Vorsatz. Welche Maßnahmen müssen wir denn im Zusammenhang dem Schutz von liberalen Muslimen ergreifen? Wie kann da konkret Unterstützung geleistet werden? Und trotz von Bedrohungen, ich will auch ein Beispiel damit reinnehmen, die von extremistischen Kreisen dann ausgeht, dann eben effektiv sein. Und ich möchte das konkrete Beispiel Pakistan nehmen, was ja auch im Bericht von Herrn Grübel sehr zentral auch vorkommt. Da ist eben Blasphemie ausreichend Todesstrafe. Ich habe hier ein paar Berichte, wahrscheinlich die Kollegen auch, was Adventisten, also christliche Kirchen angeht. Da haben wir vor wenigen Tagen eine Sitzung gehabt, wo wirklich nur das Reden drüber oder das Posten von irgendwelchen, selbst das Nutzen für die Ahmadiyya-Muslime muslimischer Attribute und Formeln dafür ausreicht, nicht nur ausgegrenzt zu werden, sondern bis hin zu umgebracht zu werden. Wie kann in so einem Kontext tatsächlich auch diplomatisch, also wie wird das bewertet und wie kann es diplomatisch von uns weise angegangen werden, nämlich unter diesem Kontext des liberalen Islam stärken? Herzlichen Dank. Professor Schirmacher, Sie haben als Erster das Wort. Entmuten Sie sich noch bitte einmal und starten noch mal. Entschuldigung. Ja, so, jetzt. Es wurde Gambia angesprochen. Und ich denke, das ist eine nicht ganz untypische Situation, dass in einem Land die berühmte schweigende Mehrheit instrumentalisiert wird. In dem Falle haben halt einige arabische Länder sehr viel Geld in die Hand genommen, ihre eigenen Institutionen da errichtet, die mit großer Propaganda über die Dörfer gezogen sind und die Imame vor Ort mit einem traditionellerweise sehr, sehr freundlichen Islam, sehr viele gemischt, obwohl das Christentum wirklich eine ganz kleine Minderheit ist, trotzdem sehr viele gemischte Eheschließungen beispielsweise, etliche indigene Völker im Regenwald leben ziemlich unbehelligt. Und die haben halt eine große Kampagne gemacht. Und jetzt ist die Frage, was wird dem entgegengesetzt? Und ich würde sagen, zwei Sachen. Zum einen ist so etwas, ich sag mal, sowohl auf internationaler Ebene der UN-Special Rapporteur for Freedom of Religion or Belief, der hat sich natürlich gemeldet, selber natürlich Muslim, war sehr hilfreich, hat sich gemeldet und mitgeteilt, dass wenn wir kommen, dass es sehr wichtig ist. Aber auch seitens der Regierungen ist also meine Erfahrung, wenn jemand wie Herr Grübel namens einer Regierung kommt und in seinem Amt so ein Thema schon besetzt, ist das was ganz anderes, als wenn, ich sage mal, ein Außenminister kommt und unter anderem auch das Thema Religions- und Weltanschauungsfreiheit fallen lässt. Da kommen also manche Gespräche, manche Prozesse in Gange. In Gambia zeigt sich aber natürlich ein zweites. Es braucht unbedingt Staaten, die bereit sind, solche Gespräche loszutreten. Es braucht aber auch Religionsgemeinschaften selber. Das heißt, in diesem Falle fange ich mal gar nicht mit den moderaten Muslimen an, sondern mit den christlichen Kirchen.
die sich zu dieser Thematik, die zwar alle CETA und Mordio geschrieben und haben und viele Berichte in ausländischen Medien gehabt haben, wie furchtbar das alles wird, aber sich eben intern nicht zusammengerauft haben. Und das war unsere erste Aufgabe, die Evangelische Allianz, den Nationalen Kirchenrat und die Katholische Bischofskonferenz erstmal an einen Tisch zu kriegen in so einer Frage. Und dann zunächst mal ganz unter der Hand mit moderaten Muslimen zu sprechen, bis das dann so offiziell wurde, dass am Ende eben auch eine gemeinsame Stellungnahme herausgab, die dann die Wende herbeigeführt wurde, weil da die Abgeordneten des Parlaments nervös wurden, was denn mit ihren Wählern ist. Und ich glaube, das ist was, was man weltweit in den Blick nehmen muss und wo ein solcher Bericht eine große Rolle spielt. Ich kann Ihnen garantieren, dass diese Berichte in vielen Ländern von den entsprechenden Staaten, aber auch den Religionsgemeinschaften super gründlich gelesen werden. Und dafür ist ein Amt notwendig, das personalisiert. Das ist eine zentrale Frage. Ich denke daran, Herr Grübel, als wir diese Dialogkonferenz hatten, die die Regierung von Aserbaidschan in Berlin gemacht hat mit der Botschaft und allen drum und dran. Und das finde ich also sehr angenehm, wenn da hat Herr Grübel dann Einführungswort gesprochen. Und damit beim Dialog gleich deutlich wird, unser Dialog zielt auf Religionsfreiheit. Es geht nicht einfach darum, dass irgendwer mit irgendwem redet und wir Inhalte abgleichen, sondern wir stehen als Land, als Deutschland, für einen Dialog, der auf Religionsfreiheit basiert und auf Religionsfreiheit hinzielt. Kommen Sie zum Schluss? Ich glaube, das hätte ein anderer Politiker viel, viel weniger glaubwürdig einfach machen können. Und deswegen bin ich auch dafür, dass man so einen Bericht regelmäßig macht. Das gibt natürlich auch die Möglichkeit, das auf und ab zu zeichnen. Ich glaube, dass es aber auch ganz wesentlich ist, dass sich zwei Ministerien und die ganzen Behörden im Auswärtigen Amt natürlich auch die ganzen Botschaften, ich möchte nicht gerade sagen zwangsweise, aber automatisch mit dieser Thematik vollauf beschäftigen. Das hat uns in Gambia natürlich auch sehr genützt, dass die Botschaft auf dem Laufenden war. Die Botschaft in Senegal, die für Amt Gambia mit zuständig ist. Professor Korschid hat als nächstes das Wort. Vielen Dank. Ich finde es sehr wichtig, dass wenn wir von Unterstützung und Schutz von liberalen Islam sprechen, dass das vor allem auf einer strukturellen, systematischen Ebene geschieht und nicht nur auf einer personellen. Es geht nicht nur um die Unterstützung einzelner Akteure in den jeweiligen Ländern, sondern es ist vor allem eine strukturelle Frage. Das heißt, es gibt ja den Teil im Bericht über Bildung und Zugang von religiösen Minderheiten zu Bildungsangeboten. Allerdings wäre es hier genauso wichtig, genau hinzuschauen, wenn wir von Bildung sprechen, gerade in islamischen Ländern, da sprechen wir auch von religiöser Bildung, dass man hier via Studien untersucht, was wird vermittelt im Religionsunterricht, woher kommt das, wovon Sie sprechen, auch diese zum Teil institutionalisierte oder diskursive sogar Diskriminierung von anderen Minderheiten wie in Pakistan, die Ahmadiyya. Und wo kann man hier ansetzen? Und da sehe ich hier die große Chance, gerade im Bildungssystem. Aber das setzt voraus erst einmal, dass man weiß, wo ist der Ist-Zustand. Da brauchen wir vor Ort auch solche Studien, die uns zeigen, was wird da vermittelt, gerade im Religionsunterricht. Mir ist aber auch klar, die Herausforderung, dass wir unsere Säkularität bewahren müssen. Also es geht nicht darum, dass wir sagen, wir bringen den Muslimen bei, wie sie den Islam zu verstehen haben oder welche Islamauslegung sie vertreten sollen. Aber es geht hier um die Werte, die nicht verhandelbar sind, Menschenrechte, vor allem hier, wir reden von Religionsfreiheit. Und das ist ja unser Zugang. Und das ist zugleich der Zugang zu den Liberalen. Aber wenn wir kuppeln, die Beziehungen zu diesen Ländern, auch die wirtschaftlichen Beziehungen und Verwirklichung von wirtschaftlichen Interessen an der Verwirklichung von solchen Menschenrechten. Ich glaube, da können wir viel erreichen. Nur ein Beispiel von vielen. Ich war selber involviert in einem Programm des Außenministeriums in Jordanien, wo es um Wasserknappheit ging und um
also wie kann man besser mit Wasser umgehen? Und da hat man den religiösen Zugang gefunden in diesem Programm über die Moscheen, über die Imame, die Freitag für Freitag viele Menschen erreichen. Und in unserer Kooperation ging es darum, dass wir mit den Imamen zusammensetzen und über das Islamverständnis reden, sodass der Islam nicht nur eine abstrakte, von Lebenswirklichkeit getrennte Praxis ist, sondern ein verantwortungsvoller Umgang mit Umweltressourcen wie auch mit Wasser soll ja auch vermittelt werden an die Gemeinden in den Moscheen als Teil der religiösen Praxis. Und über diesen Zugang konnten wir mit den Imamen ins Gespräch kommen über verschiedene Lesarten des Islams, des Korans und so weiter. Aber das war alles gekoppelt an diese Unterstützung. Also wer nicht mitmacht, bekommt diese Unterstützung, diese finanzielle, die für die Menschen vor Ort auch von großer Bedeutung ist, bekommt diese Unterstützung nicht. Ich finde diese Kopplung an wirtschaftlichen Interessen schon wichtig. Ein letzter Satz zu Ahmadiyya. Ich möchte auch daran erinnern, dass dieses Problem nicht nur in Pakistan ist, sondern wir haben das Problem auch hier vor Ort in Deutschland. Die Ahmadiyya werden von anderen Muslimen auch hier in Deutschland ausgeschlossen. Sie wissen ja, dass in Hessen zum Beispiel der Religionsunterricht, da wurde abgelehnt, dass die Ahmadiyya mitmachen und deshalb haben sie einen eigenen Religionsunterricht, weil man sie für Nicht-Muslime erklärt hat. Und das finde ich als hochproblematisch. Also ich finde, wir sollten auch in Deutschland diesen Diskurs öffnen und darüber reden, warum schließen wir die Ahmadiyya vor Ort hier in Deutschland vom Islam aus und sie werden dadurch diskriminiert, obwohl sie sich zu den islamischen Grundlagen auch bekennen, sich selbst in ihrem Selbstverständnis auch als Muslime sehen. Und das bringt nochmal die Notwendigkeit, dass in nächsten Berichten auch Europa mit berücksichtigt und solche Fragen auch im eigenen Haus auch geklärt werden. Danke. Herzlichen Dank, Jürgen Braun für die AfD. Dankeschön, Frau Vorsitzende. Der antimuslimische Rassismus ist als Begriff von Herrn Korchid sehr klar dargestellt worden als Begriff, der eben missbraucht wird von Islamisten, um Kritik zu unterbinden. Und das fand ich sehr bemerkenswert, dass er gesagt hat, dass davor möchte ich warnen. Das ist, denke ich, gilt auch für innenpolitische Fragestellungen, fürs Zusammenleben der Religionen in Deutschland. Ich will jetzt aber mal ein bisschen weiter weggehen. Das ist China. Da gibt es seit 1. Mai ein neues Gesetz, das Abkommen des Vatikan. Das wird überwölbt jetzt durch ein neues Gesetz, das Verwaltungsmaßnahmen für Geistliche der Religionen, so ähnlich heißt das jetzt, festlegt. Da würde mich interessieren von Frau Steinbach, was Sie davon halten. Der Vatikan hat sehr starke Zugeständnisse gemacht gegenüber der Kommunistischen Partei Chinas, da bis hin zur Frage, dass man bei Bischofsbenennungen offenbar kooperiert hat, um das mal vorsichtig auszudrücken. Wie sehen Sie so einen Weg der Kooperation in Anführungszeichen mit einem Regime, das ja dann typischerweise sich auch recht undankbar zeigt im Nachgeben wenig Religionsfreiheit für Christen, Uiguren, Buddhisten und so weiter entsprechend bringt. Wichtig ist auch natürlich für uns hier in Deutschland, wir haben viele Menschen türkischer Herkunft in Deutschland. Wir haben auch Armenier in Deutschland. In Deutschland ist es natürlich besonders bemerkenswert, dass wir über 100 Jahre gebraucht haben, um den Völkermord an den Armeniern zu verurteilen. Und die deutsche Bundesregierung hat das immer noch nicht gemacht, obwohl der Bundestag es getan hat. Frau Steinbach, was halten Sie davon, dass der deutsche Bundestag bei diesem Thema immer noch, dass die Bundesregierung bei diesem Thema immer noch in dieser Form versagt und diese schrecklichen Angriffe, diese schrecklichen Ermordungen der armenischen und assyrischen Christen nicht beim Namen nennt gegenüber Erdogan? Und meine letzte Frage. Dafür haben wir keine Zeit mehr in 2 Minuten. Alles klar, dann mache ich das in der nächsten Runde. Vielen Dank.
Uns wurde gerade angezeigt über die Konferenz, dass Frau Steinbachs Bandbreite sehr gering ist. Ich frage trotzdem, ob Sie uns hören konnten und ob Sie jetzt das Wort nehmen. Sonst müssen wir die Frage vielleicht zurückstellen und später noch mal aufrufen. Vielleicht der Vorschlag auch an die Kollegen der AfD. Ich weiß nicht, ob Sie die Möglichkeit haben, Frau Steinbach zu kontaktieren. Sonst mein Vorschlag wäre, die Frage einmal zurückzustellen und die SPD-Fraktion aufzurufen und zu schauen, ob wir es danach noch mal hinbekommen. Sie aber hören. Ah, perfekt. Kann sie hören. Wenn Sie uns hören können, ja, dann können wir auch Sie hören. Und dann haben Sie das Wort zwar ohne Bild dann vielleicht, aber dann reicht es ja auch. Sie haben das Wort. Ja, also ich kann Sie sehen. Können Sie mich nicht sehen im Moment? Nee, momentan können wir Sie nicht sehen, aber wir verstehen Sie. Deswegen, das ist die Hauptsache, würde ich sagen. Also, zunächst einmal zum Thema China. Also es klingt sehr gut, dass der Vatikan mit China eine Vereinbarung getroffen hat. Allerdings bin ich aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahrzehnte eigentlich sehr skeptisch, ob das am Ende tragfähig sein wird. Die Erfahrung zeigt, China macht das genau, was es selbst für richtig hält und setzt sich auch über solche Dinge hinweg. Das haben wir ja seinerzeit, als ich noch den Menschenrechtsausschuss angehört habe, immer wieder erlebt. Und vor dem Hintergrund, das, was jetzt den Genozid an den Armeniern und den anderen Christen im Osmanischen Reich anbelangt, das war nach meinem Empfinden eine der beschämendsten Stunden für die deutsche Menschenrechtspolitik, dass die Bundesregierung alles getan hat, um das, was der Deutsche Bundestag auf den Weg gebracht hat, nämlich diesen Genozid zu verurteilen und in Solidarität an der Seite der Opfer zu stehen, seitens der Bundesregierung konterkariert wurde. Es war praktisch kein Mitglied der Bundesregierung auf der Regierungsbank, als diese Resolution verabschiedet worden ist. Ich will noch mal darauf eingehen, was gesagt wurde über den Islam. Das Problem ist ja für uns bei der Betrachtung des Islam, eigentlich sollten wir es aus der entgegengesetzten Perspektive in Deutschland, Europa betrachten. Unter dem Motto, wie schützen wir unsere Demokratie gegen Strömungen, die antidemokratisch sind. Der Islam ist ein Teil davon. Und die Tatsache, dass der Islam ja den Islam ja gar nicht gibt, das hatte vor Jahren schon Professor Basantibi bei einer Veranstaltung deutlich gemacht, der sich ja für einen Euro-Islam ganz engagiert eingesetzt hat, dass es diesen einen Islam nicht gibt, sondern Sunniten, Schiiten bekämpfen die sich ja zum Teil selbst bis aufs Messer, die Alawiten und andere Bereiche auch. Also vor dem Hintergrund, glaube ich, sollen wir in den Fokus nehmen, wie schützen wir unsere demokratischen Werte, dass die nicht ausgehöhlt werden, wenn religiöse Strömungen alles dazu tun, um Boden zu gewinnen, die unseren Werten entgegenstehen. Vor diesem Hintergrund würde ich unsere politischen Ansätze betrachten. Danke zunächst. Dankeschön. Jetzt waren Sie auch wieder zu sehen. Dann gehen wir weiter zur SPD-Fraktion. Und da hat Aydan Özus eine Frage. Und ich glaube, sie ist uns auch in der WebEx-Konferenz zugeschaltet. Ja, perfekt. Das bin ich. Kann man mich hören? Hervorragend. Ganz herzlichen Dank erstmal, genau, Frau Vorsitzende. Ich habe eine Frage an Herrn Schnabel. Herr Schirmacher sagte eben, es wäre sehr viel aussagekräftiger, wenn beispielsweise ein Außenminister mal ein solches Wort fallen lassen würde. Nicht so mit der Religionsfreiheit etc. Jetzt frage ich mich nur davon ausgehend, Sie haben das ja teilweise auch in Ihrem Statement durchaus aufgeführt, inwiefern glauben Sie, dass das tatsächlich Effekte hat? Also wenn wir jetzt über China zum Beispiel sprechen, nicht so vor unser aller Augen passieren da grausamste Dinge zurzeit. Ganz offensichtlich kann da niemand so richtig wirklich einen Einfluss üben. Sind Ihnen Beispiele bekannt? Also ich frage mich tatsächlich, gibt es da überhaupt die Möglichkeit, unter Staaten auch aufeinander einzuwirken? Also wir scheitern ja schon an Polen, wenn man das mal einmal so salopp sagen darf. Aber das ist jetzt wirklich kein Vergleich, nicht so. Da wäre meine Fragestellung jetzt eindeutig Richtung China. Und eine Frage habe ich auch an Herrn Khorshid, denn ich mache mir ein bisschen Sorgen, wenn wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten das gerade solche Begriffe wie liberaler Islam etc. sehen, was wir tun und was auch der deutsche Staat tut,
manchmal unbeabsichtigt. Einige machen das natürlich voller Absicht, weil sie das wollen, nämlich verschiedene Gruppen gegeneinander auszuspielen. Oft auch so mit dem Hintersatz, na, die sind ja nicht ganz so, nicht so, die meint es nicht so ernst mit ihrer Religion, das sind uns eigentlich so die Liebsten. Wir haben da viel erlebt und das ist etwas, was mich gesellschaftlich eher umtreibt, wo ich denke, dass wir da keinen guten Job machen. Aber auch politisch muss man ja sagen, sind nicht Staaten diejenigen, die das bestimmen dürften, was in einer Religion steht. Aber Staaten stehen dafür, dass die Werte eingehalten werden. Das ist völlig klar. Also allein wenn man jetzt mal den Katholizismus nimmt oder eben auch Islam, wenn man das nebeneinander stellt, was genau kann man da auf Augenhöhe miteinander besser machen? Und ich bringe nur dieses Stichwort, in Hamburg haben wir die Verträge mit den verschiedenen Religionsgemeinschaften ja geschlossen, haben seitdem einen sehr, sehr guten Dialog, auch zu den islamischen Verbänden. Und sie sind nicht mehr irgendwo versteckt und Bittsteller, sondern es wird gegenseitig eben auch ausgedrückt. Ja, das war's schon. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Dann, Herr Dr. Schnabel, haben Sie zunächst das Wort. Und ich würde Ihnen einmal kurz nur die Mitteilung machen. Jürgen Braun wird gleich die restliche Leitung der Sitzung übernehmen, weil ich eine Plenumspräsenz habe. Wir würden wechseln im Laufe Ihres Statements oder vielleicht während des Statements von Professor Khorshid, nur dass Sie Bescheid wissen. Also an dieser Stelle bedanke ich mich schon mal für die aufschlussreichen Diskussionen, die wir heute führen konnten. Herr Dr. Schnabel, Sie haben das Wort. Hier, Frau Özus, vielen Dank für die Frage. Eigentlich ist es ja eine Frage, die wir Bürger der Politik stellen nach der Effektivität ihres Handelns. Aber ich kann natürlich auch mal versuchen, das aus der Außenperspektive zu bewerten. Wir leben in Zeiten von Identitätspolitik in verschiedensten Bereichen. Es ist immer die Frage, wie klug es ist, Dinge, die heikel sind, wie Menschenrechtsverletzungen, offen anzusprechen. Das müssen wir tun, natürlich auch um unsere eigene Glaubwürdigkeit willen. Aber wenn man in konkreten Fällen etwas erreichen will, sind es möglicherweise tatsächlich die diplomatischen Kanäle, die die internationalen Partner eben nicht bloßstellen oder an den Pranger stellen, die erfolgsversprechender sind. Dafür gibt es viele Beispiele, dass man über solche Berichte tatsächlich im konkreten Fall etwas erreicht. Sehe ich weniger. Das heißt aber nicht, dass diese Berichte nicht langfristig von hohem Wert sind. Denn es geht ja darum, sozusagen auch in der Weltöffentlichkeit, in der globalen Öffentlichkeit ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wie wichtig die Menschenrechte sind, wie wichtig die demokratische Entwicklung ist. All das ist ja auch Kern der SDG, also unsere Agenda 2030. Und darum gehört es natürlich immer auch auf die offene Bühne. Es gehört dazu, sozusagen einfach zum politischen Spiel, diese Dinge so regelmäßig anzusprechen, dass sie übergehen in das Weltbewusstsein und damit natürlich auch in anderen Staaten zu einer gewissen Selbstverständlichkeit führen. Es muss zu jedem Dialog, den Staaten miteinander führen, auch das Thema Menschenrechte gehören. Im Einzelfall, glaube ich, sind tatsächlich die diplomatischen Kanäle dann die effektiveren. Vielen Dank. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kollegen, vielen Dank, Herr Dr. Schnabel. Wir haben dann als nächstes doch, wir haben noch Herrn Khorshid. Ja, das war ich doch. Irgendwie war doch Peter Heidt noch nicht dran, sondern Professor Khorshid. Bitte schön. 4 Minuten. Ja, vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Sie haben vollkommen recht. Es geht nicht, dass hier der Staat sich einsetzt. Und das habe ich ja gerade vorhin gesagt und betont, ist mir klar, dass der Staat sich einsetzt für ein bestimmtes Verständnis des Islams und den Muslimen sagt, liberaler Islam willkommen, andere Islamauslegungen. Weniger ist mir klar, dass wir in einem säkularen Rahmen hier reden, wo der Staat religionsneutral zu agieren hat. Und deshalb habe ich am Anfang betont, es geht um die nicht verhandelbare Werte. Aber diese Werte, von denen wir reden, Menschenrechte, Religionsfreiheit, Weltanschauungsfreiheit, das sind ja die Werte, die ein sogenannter liberaler Islam vertritt und vielleicht ein eher konservativer oder missbrauchter Islam wegen für die Etablierung von nationalen Identitäten im Namen der Religion eben nicht wünscht oder nicht als nicht verhandelbare Werte sieht.
normalerweise verwende ich ja auch den Begriff so nicht liberaler Islam, aber damit wir wissen, wovon wir reden und weil es im Bericht auch von islamischen Ländern da und dort die Rede ist, auch in unserer Diskussion, mir ist es wichtig, nur das Problem nicht in der Religion an sich zu sehen, zu sagen, der Islam an sich ist das Problem, sondern dass wir im Bewusstsein sind, dass es unterschiedliche Auslegungen, Interpretationen des Islams und irgendwie muss ich das, also die Auslegung, von der ich rede, irgendwie benennen, in einer Weise, wo ich mich verständlich mache in dem Rahmen, in dem wir hier reden. An der Universität reden wir nicht vom liberalen Islam. Da gibt es andere Zugänge, theologischer Natur, erkenntnistheoretischer Natur, die erkenntnistheoretisch begründet sind. Aber damit ihr alle verstehen, wovon wir reden, über einen offenen, weltoffenen Islam, pluralitätsfähigen Islam, egal wie man den nennen, aber was wir hier meinen, ist eben ein Islam, der diese Werte vertritt, von denen wir heute reden, Menschenrechten, Religionsfreiheit, Weltanschauungsfreiheit, und diese Werte schützt und als Teil seines Selbstverständnisses sieht. Also er muss nicht Kompromisse eingehen, damit er jetzt Religionsfreiheit zulässt, sondern das sind Teile seines Selbstverständnisses. Und deshalb finde ich wichtig, hier für einen differenzierten Bild auf den Islam zu sorgen, indem man sagt, es ist nicht alles in einen Topf zu stellen, sondern es gibt diese und jene Auslegung. Aber es gibt auch diese, die ich jetzt hier für unseren Kontext heute und hier als den liberalen Islam nenne, mit dem Bewusstsein, dass es nicht Aufgabe des deutschen Staates jetzt, wie gesagt, sich für eine bestimmte Religionsauffassung stark zu machen, aber für die Werte. Aber diese Werte sind jetzt vertreten durch diesen sogenannten liberalen, jetzt, den ich jetzt liberalen Islam nenne. Und deshalb finde ich wichtig, dass man vor Ort in den islamischen Ländern auch diese Werte stärkt. Aber weil sie religiös begründet werden vor Ort, überschneiden sich jetzt hier die Rede von Werten. Wir reden in islamischen Ländern nicht von säkularen Werten, sondern von religiös begründeten Werten. Und deshalb überschneiden sich die Ebenen hier und wir reden zugleich auch von religiösen Werten und deshalb müssen die auch religiös begründet werden. Menschenrechte, Religionsfreiheit, Weltanschauungsfreiheit. Und da geht kein Weg vorbei, daran zu sagen, die Frage zu stellen, von welchem Islam sprechen wir? Wie wollen wir diese Werte unterstützen? Die können wir nicht losgelöst von der Frage nach religiöser Bildung in eine bestimmte religiöse Bildung angehen. Das ist nur der Hintergrund. Danke. Vielen Dank, Herr Korchid, für die Stellungnahme. Jetzt Frage Peter Heidt für die FDP-Fraktion. 2 Minuten maximal, bitte. Ja, vielen Dank. Zunächst an Frau Professorin Dr. Heimbach-Stein. Sie sprechen in Ihrem Bericht davon, dass übernational wirkende religiöse Akteure menschenrechtliche Anliegen in der globalen Öffentlichkeit Gehör verschaffen könnten. Sie sprechen unter anderem das Treffen von Papst Franziskus mit dem schiitischen Groß-Ayatollah al-Sistani im Irak in diesem März an. Und da ist jetzt die Frage daraus, sehen Sie hier Möglichkeiten, wie dies von staatlicher Seite, also von der Bundesregierung zum Beispiel, unterstützt werden könnte? Ja, und dann an Herrn Professor Bielefeld. Als Beispiele für Verfolgungen ist zum Beispiel der Nguyen Bac Truyen bei den Buddhisten zu erwähnen oder auch die sich verschärfende Lage der Baha'i im Iran. Und Sie sprechen ja in Ihrem Bericht auch davon, dass gegen einen Missbrauch von Religionsfreiheit nur eine systematische Verankerung der Religionsfreiheit im Gesamtkontext des Menschenrechtsansatzes helfen wird. Und wir stellen ja fest, Zulauf von Fundamentalisten in vielen Bereichen, deshalb auch die von mir oben erwähnten beiden Situationen Baha'i, Buddhisten. Und meine Frage ist jetzt davon ausgehend, was können Sie dazu ausführen und auch was könnte die Bundesregierung denn tun, um in diesem Bereich besser zu agieren? Man stellt sich auch die Frage, was ist die Hauptursache für diesen Zulauf bei den Fundamentalisten und was können westliche Demokratien denn dem entgegensetzen? Vielen Dank. So, die Fragen gingen an Frau Professor Heimbach-Steins. Ist das richtig?
Der erste Komplex, der zweite an Herrn Professor Bielefeld. Also habe ich doch richtig vermutet. Sehr gut, danke. Dann haben wir zuerst Frau Professor Heimbach-Steins. Bitte schön, 4 Minuten maximal. Dankeschön. Ja, Herr Heidt, Sie fragen nach dem Beispiel, das ich genannt habe im Blick auf die Verständigung zwischen Papst Franziskus und dem schiitischen Großayatollah. Ich habe dieses Beispiel gebracht als eines der Beispiele für die Möglichkeiten religiöser Akteure, vor allen Dingen auch jetzt sozusagen religiöser Führer und Führerinnen, gibt es so wenig leider, sich auf der Weltbühne und vor der Weltöffentlichkeit für Belange des Friedens und der Verständigung zwischen den Religionen einzusetzen. Und ich glaube, dass tatsächlich bei allem, was man kritisch sagen kann, Religionen mit ihren Führungspersönlichkeiten tatsächlich eine sehr wichtige Rolle spielen können, um in Fragen des Friedens und der Verständigung, auch der Konfliktentschärfung, heilend zu wirken auf der Weltebene. Dafür haben wir eine ganze Reihe von Beispielen, auch in der jüngeren Geschichte. Also wenn ich im Kontext der katholischen Kirche denke, dann muss man nur an die Kuba-Krise erinnern. Ja, und man kann an viele Treffen, man kann erinnern an die Rolle, die Papst Johannes Paul II. Bei der Transformation Europas gespielt hat. Und man kann jetzt eben erinnern an die Begegnungen des amtierenden Papstes mit den Führern des sunnitischen wie des schiitischen Islam in den letzten Jahren, die zum Teil auch zu markanten Erklärungen geführt haben, die wiederum in der Weltöffentlichkeit wahrgenommen werden, die auch innerhalb der religiösen Gemeinschaften wahrgenommen werden und dieses Anliegen der Förderung des Friedens stark machen. Das ist natürlich eine eigene Ebene von Kommunikation, die nicht die Ebene der Weltpolitik im Sinne der politischen Systeme ist, aber die, weil die Religionen selbst weltweit wirksame und bedeutsame Akteure sind, natürlich eine große Rolle auch auf der Ebene der Zivilgesellschaften und zum Teil eben auch in konkreten politischen Konflikten spielen können. Das ernst zu nehmen, glaube ich, ist eine und wahrzunehmen und sozusagen als flankierende Kommunikationsebene zu politischen Bemühungen um den Frieden in unterschiedlichen Konfliktkonstellationen der Welt zu nutzen, ist, glaube ich, eine wichtige Erkenntnis. Ob man das ganz konkret politisch-diplomatisch nutzen kann, das weiß ich nicht so genau. Aber ich glaube, man kann auf diese Art der Kommunikation natürlich auch politisch wieder Bezug nehmen und Akteure in dieses Werben einbeziehen, sagen, aber auch eure religiösen Führer sagen das doch sozusagen. Also ich glaube, in dieser Hinsicht als einen Begleitdiskurs zur Politik würde ich diese Bemühungen religiöser Akteure vor allen Dingen begreifen. Vielen Dank, Herr Professor Bielefeld. Sie sind noch mit uns verbunden. Maximal bitte 4 Minuten. Ja, danke schön. Ich fange von rückwärts an. Aufgaben der Bundesregierung, ja, Bundesregierung, Aufgaben der Politik, Aufgaben auch der Zivilgesellschaft. Wenn wir uns sozusagen 10 Jahre zurückbeamen, historisch, ich glaube, da hatten wir noch so das Gefühl, es läuft irgendwie auf die Menschenrechte zu. Also die historische Entwicklung läuft auf die Menschenrechte zu. Internationaler Strafgerichtshof, Responsibility to Protect, solche Projekte. Und wenn man dann von Menschenrechtsverletzungen sprach, Menschenrechtsverletzungen auch damals großen Ausmaß davor und so weiter, dann typischerweise so im Modus noch nicht. In China ist man noch nicht so weit, dass man die Meinungsfreiheit akzeptiert. In Saudi-Arabien noch nicht. In Vietnam noch nicht. Wir haben mittlerweile gemerkt, dass es anders ist. Also und dass wir für Menschenrechte viel aktiver Flagge zeigen müssen. Und hier hat die Bundesregierung ihre Möglichkeiten, aber die Bundesregierung braucht im Grunde breite Unterstützung durch die Bevölkerung. Also deshalb ist es auch gut, dass es nicht nur den Bericht gibt, es gibt auch den Flyer zum Bericht von Herrn Grübel, der ja etwas populärer ist. Wir brauchen breite Ownership. Und ich möchte gerne die Gelegenheit nutzen, Sie haben einen Namen genannt, Nguyen Bac Truyen. Ihn auch zu nennen, wir haben bislang wenig Namen gehört von
Opfern. Ich weiß gar nicht, ob er sich selber Opfer nennen würde, ist im Gefängnis. Es geht ihm ganz furchtbar. Ich habe ihn persönlich kennengelernt, ist ein ungemein mutiger Mensch, der den Kampf aufnimmt, eben auch mit dem sehr repressiven polizeistaatlichen Regime in Vietnam, für Religionsfreiheit, für Menschenrechte überhaupt, für humanitäre Maßnahmen in Gefängnissen. Und hat dafür einen ganz hohen Preis in Gestalt einer 11-jährigen Gefängnisstrafe jetzt eingeholt. Sie haben die Baha'i genannt. Das würde ich auch zum Anlass nehmen, eine ganz kurz ein Blitzlicht. Die Vertreterin der Baha'i in der UNO sprach im Plenum des Menschenrechtsrats davon, dass es eine Schiitenverfolgung gibt. Wenn man überlegt, was die Baha'is erleben im schiitischen Gottesstaat, in Anführungszeichen Iran, übrigens von Sistani eher abgelehnt, den der Papst jetzt traf, da muss man sagen, das ist unglaublich. Also, dass hier Menschen diese Kraft aufbringen, also wirklich große Seelen sein können, die selber Verfolgung erlitten haben, auch für andere einzutreten, unter deren Auspizien sie zum Teil Schlimmes erlebt haben. Das kann uns ein Stück weit mutig machen, Mut geben, aber es macht ein Stück weit auch bescheiden. Wir in Deutschland sind in der Situation, wir müssen nicht fürchten, wenn wir die Stimme erheben. Also umso größer ist unsere Verantwortung. Entschuldigung, das war jetzt ein bisschen Predigerton, aber ich glaube, das kann bei dem Thema durchaus auch mal sein. Ja, vielen Dank, Herr Professor Bielefeld. Für die Fraktion Die Linke hat nun das Wort die Kollegin Nastic, bis zu 2 Minuten. Ja, vielen Dank. Herr Vorsitzender, Frau Schiffler, Sie haben ja bereits zu dem medialen und politischen Diskurs einiges gesagt, wobei ich die Gleichsetzung der einzelnen Politiker mit Ihnen da nicht so teile. Ich würde gerne Ihnen eine Frage stellen zum zweiten Bericht nochmal. Dort ist unter anderem aufgeführt, dass der Anstieg der antisemitischen Straftaten um 13% gestiegen ist und der antimuslimischen um 4,4% im Jahr 2019. Welchen Hintergrund haben diese Ihrer Meinung nach und vor allen Dingen welche Auswirkungen auf die Religionsfreiheit in Deutschland haben diese Ihrer Meinung nach? Vielen Dank. Frau Schiffer, Sie sind mit uns hier verbunden online. 4 Minuten maximal, bitte. Danke. Ja, also Gleichsetzung war in der Aufzählung der Namen natürlich eben nicht enthalten, aber es ist einfach keine Zeit da, die einzelnen Qualitäten da entsprechend auszuführen in dieser Kürze der Zeit. Ja, die zunehmenden Ressentiments oder Straftaten, ob sie zunehmend sind, im Jahr 2019 auf jeden Fall, sind eben nicht alleine ein Netzphänomen. Sie speisen sich tatsächlich eben auch aus politischen Diskursen und auf jeden Fall haben sie Auswirkungen auf die Gruppen der Opfer, nämlich eben als solche auch entsprechend gesehen zu werden. Und es hat Auswirkungen auf ihre Religionsfreiheit, wenn wir hier in dem Kontext agieren, nämlich sich öffentlich als solche zeigen zu können, für die sie nämlich dann auch gehalten werden. Das betrifft vor allen Dingen Frauen mit Kopftuch und Männer mit Kippa. Das heißt, die Angriffe, die wir da verzeichnen können, sind auch immer wieder darauf zurückzuführen, dass sie quasi ja von bestimmten Leuten dann als Symbol wahrgenommen werden für die ganze Gemeinschaft und dann quasi auch stellvertretend angegriffen werden können. Das zeigt deutlich, wir haben Herr Benz hat jetzt ein Buch dazu veröffentlicht, vom Vorurteil bis zur Gewalt. Ich würde als Linguistin sagen, wie die Sprache und das Reden über jemanden auch als Angriffsobjekt anbietet. Aber nicht nur das, sondern natürlich auch, wenn entsprechende Ereignisse stattfinden, die dann der Gruppe zugewiesen werden, illegitimerweise. Das ist einmal natürlich Handeln des Staates Israel, das hier mit unseren Juden verwechselt wird, oder umgekehrt, wenn es Anschläge von islamistischer Seite gibt, das dann mit unseren Muslimen verwechselt wird. Auch hier wieder, es ist keine Gleichsetzung der Dinge, die ich da beschreibe, aber ich muss sie jetzt hier natürlich in einer Reihung entsprechend nennen. Und unsere sozialen Netzwerke tragen natürlich dazu bei, aber wie gesagt, nicht nur. Es ist auch in einem anderen Bericht noch gut aufgearbeitet worden, wie unsere Medien immer wieder durch eben nicht konstruktive Diskurse, sondern oftmals so das Herauspicken des Brisanten und dann eher auf eigenen Traffic bedacht, als dazu, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern.
ja, ist die Frage, wie sich jetzt Medien in dieser Richtung weiterentwickeln. Momentan ist die Medienförderung im Gespräch. Das zeigt ganz deutlich, wie Politik Einfluss nehmen kann. Es wird ja auch sehr kritisch diskutiert in der Fachwelt und umgekehrt auch natürlich die Frage, ob wir es endlich mal angreifen, dass das Internet, dass wir nicht die AGB bestimmter großer Konzerne mit Freiheit im Internet verwechseln. Da gibt es andere Möglichkeiten. Es gibt Körperschaften öffentlichen Rechts. Es gibt Genossenschaftsmodelle. Wenn die Monetarisierungsstrategien nicht auf Targeting in der Werbung basieren würden, dann hätten wir auch politisch in den politischen Auswirkungen nicht so viel Probleme, wie wir sie teilweise ja dann im Hearing im US-Kongress gut beobachten konnten, als die Herren von Facebook, Amazon und Google vorgeladen wurden, um die Auswirkungen dieser algorithmisch gesteuerten Kommunikation auf die Politik zu erörtern. Das wäre ein wichtiges Thema, das wir insgesamt angreifen müssten. Vielen Dank, Frau Schiffer. Ich hoffe, ich habe Ihre Frage Somit sind wir jetzt bei der letzten Fraktion in dieser zweiten Runde. Da ist Herr Gehring wieder dran für Bündnis 90 Die Grünen, weil Frau Bause hat sich, glaube ich, im Netz nicht gemeldet. Dann bitte schön, ist klar, dass Sie dran sind. Bitte, Herr Gehring. Ja, ich hätte eine Frage an Herrn Bielefeld. Sie verweisen im Kontext des Themas Online-Hassrede gegen religiöse Minderheiten, insbesondere auf die Rolle von zivilgesellschaftlichen Akteurinnen. Wie kann vermieden werden, dass die Verantwortung primär auf die Zivilgesellschaft abgewälzt wird? Also wie kann der Staat der Schutzverantwortung noch besser gerecht werden? Ich frage das, weil wir natürlich hier einen Bericht der Bundesregierung vorliegen haben mit genau diesem Schwerpunkt und eben wir als Bundesgesetzgeber hier ja auch gefragt sind. Und die zweite Frage richtet sich an Frau Professor Heimbach-Steins. Wie kann das Bewusstsein einerseits für die Verfolgung und andererseits für den Schutz nicht religiöser Menschen noch weiter gestärkt werden? Halten Sie die Wahrung der Weltanschauungsfreiheit nicht religiöser Menschen in Deutschland und Europa für zufriedenstellend? Und wo sehen Sie dann Nachbesserungsbedarf? Vielen Dank für die Fragen. Wir haben jetzt Herrn Professor Bielefeld und Frau Professor Heimbach-Steins. Ausnahmsweise vielleicht, der Mann ist zuerst gefragt worden, ausnahmsweise Herr Professor Bielefeld zuerst und dann Frau Professor Heimbach-Steins. Maximal 4 Minuten wie bisher. Dankeschön. Das Thema Hassrede ist in der UNO vor 10 Jahren ziemlich stark diskutiert worden, auch um damit den Versuchen entgegenzuwirken, über Blasphemie, Gesetzgebung, sagen wir mal Themen wie Mohammed-Karikaturen und so weiter zu politisieren. Es ist dann also gelungen, eine Diskussion, die so ein bisschen auszuufern droht aus dem Menschenrechtskontext heraus, Schutz der Religion durch merkwürdige Blasphemiegesetze, zu kanalisieren in Richtung einer Anti-Hass-Politik. Und in dem Kontext spielt eine wichtige Rolle ein Aktionsplan, der vor knapp 10 Jahren verabschiedet wurde, im Oktober 2012, der UN-Aktionsplan von Rabat. Da geht es also darum, Incitement to Hatred, also nicht einfach nur Hassrede, sondern Aufstachelung zu Hassakten, in der Tat sehr klar zu adressieren und in der Kooperation unterschiedlicher Akteursgruppen. Es geht nicht darum, irgendwas auf Zivilgesellschaft abzuwälzen. Natürlich hat der Staat seine Aufgabe und die staatliche Aufgabe besteht darin, zunächst mal immer sehr klar zu sprechen. Also staatliches Handeln ist immer auch sinnvollerweise symbolisches Handeln. Natürlich darf es nicht darauf reduziert werden. Aber sehr klare Ansprache ist wichtig, also sich auf die Seite derer zu stellen, die öffentlich attackiert werden. Und natürlich muss es auch durch entsprechende Gesetzgebung flankiert werden. Wie unendlich schwierig das jetzt ist im Netz, das durchzusetzen, erleben wir in den letzten Jahren bei den doch etwas quälenden Debatten über Netzwerk, Durchsetzungsgesetz. Also wie können wir die Internetkonzerne einerseits
rannehmen oder andererseits ihnen Befugnisse zuzugestehen, die vielleicht eben auch sehr problematisch werden. Aber okay, also hier hat der Gesetzgeber in der Tat etwas nachgesteuert, das ist wichtig. Ich würde trotzdem die Rolle der Zivilgesellschaft sehr stark sehen und das ist genau die Botschaft von Rabat. Es braucht breite Bündnisse, damit Opfergruppen oder Gruppen, die von Hassrede stigmatisiert werden, auch merken, die Gesellschaft steht auf unserer Seite. Ich habe durchaus Gesellschaften besucht, in denen es zivilgesellschaftliche Organisationen kaum gab, wo die Hassrede in ganz anderer Weise durchzieht. Also wenn es dann öffentliche Demonstrationen gibt, wo dann auch die Masse durchaus eine Rolle spielt, ist das wichtig. Es ist dann auch wichtig, um den Unternehmern des Hasses, die ja gerne für sich in Anspruch nehmen, im Namen einer schweigenden Mehrheit zu sprechen, um denen ein Stück weit das aus der Hand zu nehmen. Also wenn die Mehrheit schweigt, weil viele schweigen, kann genau dieses Geschäft weiterlaufen. Und das darf nicht sein. Also deshalb ist es in der Tat, glaube ich, ganz wichtig, dass viele Menschen hier auftreten. Das ist ein Thema auch eben der Religionsfreiheit. Also es gibt die gesellschaftliche Verantwortung, die aber eben nicht natürlich den Staat aus der Pflicht nehmen kann, hier für klare Rahmengesetzgebung zu sorgen. Das ist ganz wichtig. Vielleicht noch ein Hinweis. Es gibt keine Hassrede ohne Gender-Komponente. Also es ist immer, das Thema Gender ist immer mittendrin. Zum Teil zeigt sich das auch in den Demografieängsten. Also wenn Ängste mobilisiert werden, also die Zusammensetzung der Bevölkerung könnte verändert werden durch Invasoren. Das hat immer natürlich die Gender-Komponente. Es ist ganz ausgesprochen. Und deshalb braucht es, glaube ich, hier tatsächlich Sensibilitäten aus der Perspektive der Religionsfreiheit, aus der Perspektive aber auch des Feminismus. Also zu meinen, dass das eben völlig unterschiedliche Menschen innerhalb der Welten innerhalb der Menschenrechtsagenda wäre, ist nicht nur falsch, ist zerstörerisch. Das haben aber mehrere ja auch schon gesagt. Dankeschön. Auf den Punkt, genau die 4 Minuten. Vielen Dank. Jetzt ist Frau Professor Heimbach-Steins dran, bitte. Dankeschön. Ja, haben wir ein hinreichendes Bewusstsein für den Schutz nicht religiöser Menschen, haben Sie gefragt, Herr Gehring. Ich glaube, wenn ich so von den landläufigen Sprachgebrauchen her ausgehe, dann machen Sie sicher auf ein Problem aufmerksam, weil wir das Recht, um das es hier heute geht, auf Religions- und Weltanschauungsfreiheit häufig etwas verkürzen auf den sehr wichtigen Gesichtspunkt der Religionsfreiheit. Das kann aber natürlich auf Kosten der Wahrnehmung der Rechte, der gleichen Rechte von Menschen gehen, die sich selbst als nicht religiös verstehen, entweder als sozusagen aktive Vertreter einer säkularen Weltanschauung oder als Menschen, die sagen, das ist für mich überhaupt keine wichtige Dimension meiner eigenen Lebensgestaltung. Ich glaube, das müssen wir schon ernst nehmen. Wir leben in einer relativ stark säkularisierten Gesellschaft, in einer Gesellschaft, aber die den Religionsgemeinschaften großen Raum einräumt. In anderen europäischen Gesellschaften ist das anders. Insgesamt glaube ich, dass, ich will es mal versuchen, ein bisschen zu typisieren, da wo die Mitwirkungsmöglichkeiten bestimmter religiöser Akteure sehr stark sind. Also wenn wir etwa denken in unserer Gesellschaft im Bereich von sozialer Versorgung, Wohlfahrtspflege und Bildung, kann es zu Asymmetrien kommen, zu Lasten von Menschen, die solche Angebote nicht wollen. Ja, also gerade wenn wir denken, die Anzahl von Kindergärten, von Kindertageseinrichtungen in kirchlicher Trägerschaft, die für viele sehr positiv ist, für manche aber vielleicht auch ein Problem, weil sie in ihrem Kontext kein entsprechendes Angebot finden, das nicht religiös geprägt ist. Ja, das kann ein Problem sein. Generell kann man sagen, wo es eine sehr enge Koppelung wiederum zwischen religiöser und politischer
Identitätsbildung gibt, ist die Gefahr für Menschen, die sich nicht religiös verstehen und die Freiraum suchen im Sinne der negativen Religionsfreiheit groß, dass sie unter den Tisch fallen, beziehungsweise dass ihre Ansprüche nicht als eigene Ansprüche wirklich ernst genommen werden. Ich denke, dass das in den europäischen Gesellschaften sehr unterschiedlich ist. In einem laizistischen System sieht das ganz anders aus als in einem, das sich sozusagen identitätspolitisch mit einer religiösen Identität sozusagen zu legitimieren versucht. Und generell glaube ich, was die Bewusstseinsbildung angeht für das Recht auf Religions- und Weltanschauungsfreiheit, ist die Notwendigkeit, die ganze Tragweite dieses Rechtes im Bewusstsein zu halten, schon einen Posten, den wir nicht vernachlässigen dürfen. Vielen Dank, Frau Professor Heimbach-Steins. Wir haben jetzt die zweite Runde beendet. Wir sind etwas knapp in der Zeit für eine ausgiebige dritte Runde. Ich habe zwei Vorschläge. Die eine wäre, dass die ganz dringlich sprechen wollen, dann sagen, ich will noch unbedingt Fragen loswerden. Die andere ist, dass ich mich bemühe, alle Fraktionen komplett durchzubringen mit einer Minute Fragezeit, zwei Minuten Antwortzeit pro Experten und nur ein Experte angesprochen werden kann. Und wenn wir dann am Ende 4 nach oder 5 nach 5 sind, glaube ich, hoffe ich auf Ihr Einverständnis, dass wir das so machen können. Dann würde ich entsprechend mit Frank Heinrich beginnen für die Unionsfraktion. Diesmal nur eine Minute. Bitte, Frank. Ja, ich habe mich auch nur auf eine Frage und auf Professor Schirmacher, den ich ansprechen möchte, auf ein Thema, was jetzt noch nicht ganz so viel vorkam, immer nur im Schatten. Die Rolle der Medien, online wie im klassischen Sinn. Ich erinnere noch mal vorhin an die Frage an Herrn Krochide in Pakistan. Aber was ist in diesem Hinblick die Verantwortung von diesen Medien im Zusammenhalt von Gesellschaft und Religionsfreiheit? Und die inner- und interreligiösen Konflikte betreffend. Können Sie uns da 2, 3 Gedanken zu sagen, wo Sie da Schmerzen empfinden und wo da Chancen sind? Danke, Frank Heinrich. Professor Krochide, bitte 2 Minuten. Schirmacher, Entschuldigung, ich habe jetzt gerade einfach falsch zugehört. Okay, Professor Schirmacher, aber maximal nur 2 Minuten, bitte. Ja, ich habe ja in meiner Stellungnahme dieses berühmte Beispiel mit der Koranverbrennung, die dann am Ende nicht stattgefunden hat und bei der ironischerweise dann am Ende zwar 56 Menschen ums Leben gekommen sind, aber von denen war kaum einer Muslim und Christ oder Christ, sondern und das ist ein sehr schönes Beispiel, wie die Medien ein lokales Ereignis, das ihnen viele, ja, Einschaltquoten, wenn es Fernsehen ist, Klicks oder was auch immer eben verschafft, zu einer internationalen Krise hochschreiben können. Und ich weiß, der allererste Bericht beinhaltet die Worte, es wird befürchtet, dass Muslime in allen Ländern zu Gewalt greifen werden. Ja, das ist natürlich selbsterfüllende Prophetie und etwas, was also nicht nur auf christlicher Seite, auch auf muslimischer Seite von der überwiegenden Mehrheit der Muslime weltweit mit großem Schrecken gesehen ist. Und ich denke, dass sich da die Medien allzu schnell hinter Pressefreiheit verstecken, weil es geht ja nicht darum, ob sie das Recht haben zu schreiben, was sie wollen, sondern dass sie eben so wie alle anderen gesellschaftlichen Akteure mitverantwortlich sind, was sie da schreiben. Ja, ist ja nicht so, dass ich zum Mord aufrufen kann und dann bin ich strafbar und wenn die Zeitung das macht, kann die sagen, das war Pressefreiheit. Ja, dann sage ich, wenn ich zum Mord aufrufe, ist es Meinungsfreiheit. Ja. Und da glaube ich, dass wir schon das Thema, das fast ganz neu aufmachen müssen, dass Pressefreiheit kein Freibrief ist, sondern dass niemand mehr im Alltag darüber entscheidet, wie Leute über Baha'i oder Sikhs oder ich weiß nicht irgendjemand denkt, als eben die Medien. Wo haben die Leute sonst die Informationen her? Wenn sie nicht konkret mit Menschen eines anderen Glaubens oder eben auch nicht religiöser Menschen umgehen. Und da wünschte ich mir, dass das also nicht immer sofort totgeschlagen wird mit diesem Gedanken Pressefreiheit und das ist unantastbar. Und ich glaube, dass die Journalisten dringend Schulungen brauchten, wie sie positive religiöse Ereignisse berichten können. Auch so, dass es interessant ist. Das fehlt vollkommen
Da sind die oft völlig hilflos, wie man so jetzt, wenn der schiitische Führer und der Papst sich treffen, was man aus so einer Geschichte eigentlich macht. Vielen Dank, Herr Professor Schirmacher. Jetzt habe ich das Wort für die AfD-Fraktion. Auch nur eine Minute. Das Thema Israel, Hamas und Antisemitismus durch die Hamas ausgehen, kommt im Bericht nicht vor. Der Bericht ist ja auch nicht auf Vollständigkeit angelegt, das ist klar. Ich frage Frau Steinbach, ob hier nicht man diesem Thema sich widmen sollte, dass hier eben auch gerade auch von der BDS-Bewegung weltweit in Zusammenwirken mit der Hamas eine sehr nicht nur israelkritische, sondern judenfeindliche Haltung ausgeht, die eben nicht zur friedlichen Entwicklung in der Region beiträgt, ganz im Gegenteil. Und dann eine zweite Einschätzung. Kinderkopftuch ist vorhin mehrfach diskutiert worden. Was ist Ihre Haltung dazu? Es geht natürlich Pflicht zum Kopftuchtragen, ist gegen die Freiheit der Frau, aber es ist natürlich auch gleichzeitig eine politische Demonstration, die da gemacht wird. Wie sehen Sie das? Frau Steinbach, bitte. Frau Steinbach, 2 Minuten. Schön. Die Frage des Kopftuchs wird benutzt natürlich als ein Unterdrückungsmechanismus auf der einen Seite gegenüber Frauen und Mädchen, auf der anderen Seite aber natürlich ist es eine politische Demonstration, die zeigen soll, das sind wir und so stellen wir uns diese Gesellschaft vor. Und vor dem Hintergrund, glaube ich, mache ich noch einen kurzen Exkurs auf den Begriff Hassrede. All das, was im realen Leben strafbar ist, das sollte auch in der digitalen Welt strafbar sein. Wir haben bei uns die Abwägung zwischen Meinungsfreiheit und Strafbarkeit. Und diese Abwägung muss man treffen, sowohl im realen Leben, da haben wir das Strafgesetzbuch, als auch im digitalen Leben, im Online-Bereich. Da muss man die gleichen Gesetze anwenden. Der Begriff Hassrede ist im Grunde genommen unspezifiziert und ein politischer Kampfbegriff. Wir sollten es auf die Rechtsgrundlagen herunterbrechen und sagen, das ist so. Was die Situation jetzt Israel und den ganzen umliegenden Bereich anbelangt, der Hass gegen Juden ist natürlich in dem Bereich extrem ausgeprägt. Allerdings muss man sagen, dass Israel selber seinen arabischen Mitbürgern und den muslimischen Mitbürgern alle Freiheitsrechte einräumt. Da sind die Probleme eher im innerjüdischen Bereich zwischen den orthodoxen und den liberalen Juden zu suchen, wo natürlich manche internen Kämpfe ausgefochten werden, die viel komplexer und komplizierter sind. Also Israel bemüht sich, allen Religionen Freiraum zu geben, was man in dem Nachbarbereich überhaupt nicht feststellen kann. Danke. Dankeschön, Frau Steinbach. Als nächstes hat das Wort für die SPD-Fraktion der Kollege Schwabe. 1 Minute. Vielen Dank, Herr Volzner. Es wurde ja vorhin mehrfach angemahnt, dass auch europäische Länder stärker in den Blick genommen werden sollten. Ich will Herrn Professor Schnabel und Herrn Professor Bielefeld fragen, welches Land wäre das erste, wo Sie sagen würden, das wäre ganz spannend, das in einem zukünftigen Bericht mal genauer zu betrachten. Da wir uns jetzt entschieden haben, dass nur einer gefragt wird. Aber es war ja so kurz, oder? Würde ich Herrn Schnabel nehmen, oder? Dann wollen Sie beide verzichten auf eine weitere Wortmeldung dazu. Und dann haben wir Herrn Bielefeld und Herrn Schnabel. Okay, dann fangen wir an mit Professor Bielefeld und dann Herr Dr. Schnabel. Dänemark ist interessant. Also ich habe auch mal eine UN-Mission in Dänemark durchgeführt. Also sehr interessant, wie da auch Identitätspolitik zu Buche schlagen kann. Wir erleben im Moment auch in der Kontext Sicherheitspolitik Sprachengesetze, die übers Ziel hinausschießen. Also wäre interessant. Aber die Liste ist groß. Eigentlich sind alle Länder interessant. Das ging schnell. Herr Dr. Schnabel, bitteschön. Ich würde vielleicht die Schweiz wählen. Wir hatten das Thema Minarettverbot ja schon angesprochen. Es gibt dazu noch kein Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, einfach weil noch niemand, der Klagebefugnis hatte, sich dagegen gewandt hat. Aber es ist ein klares Beispiel, dass auch mitten im Herzen Europas Identitätspolitik betrieben wird auf Kosten der Religionsfreiheit. Dankeschön, Herr Dr. Schnabel. Dann ist jetzt der Kollege Heidt von der FDP dran. Bitte schön.
Ja, Herr Professor Bielefeld, als Jurist hätte ich eine Frage. In Deutschland gibt es den § 166 Strafgesetzbuch über Beschimpfung von Bekenntnissen, Religionsgesellschaften, Weltanschauungsvereinigungen. Wie bewerten Sie persönlich diesen Paragraphen aus menschenrechtlicher Perspektive und welche Empfehlungen ziehen Sie daraus? Welche Auswirkungen haben die Blasphemiegesetze in der Europäischen Union auf den Einsatz für Religions- und Weltanschauungsfreiheit? Herr Professor Bielefeld, also jetzt bitte. Ja, Herr Professor Bielefeld, das wird ja, immer, Entschuldigung. Ich bin immer noch dazwischen. Bitte schön, zwei Minuten. Ja, ja, okay. Gut, 166. Nicht die größte rechtspolitische Herausforderung der Bundesrepublik derzeit, würde ich mal sagen, aber im Sinne der Klarstellung, weg damit. Ich habe es mal erlebt bei einer ziemlich bizarren Konferenz in Saudi-Arabien, eine UN-Konferenz zum Thema Toleranz. Okay, da kommt man schon natürlich etwas ins Grübeln, dass ein Referent dort den Paragraphen 166 aus Deutschland gelobt hat. Dann allerdings mit dem merkwürdigen Hinweis, dass er leider nur zugunsten der Juden eingesetzt würde. Also was in der Tat dann eine nicht nur subkutane antisemitische Botschaft auch transportierte. Also sehr bizarr. Es wurden also so mehrere Post-Blasphemie-Gesetze, sagen wir mal so. Also der 166 ist ja nicht mehr ein echter harter Blasphemie-Paragraph, aber Post-Blasphemie-Gesetze angesprochen. Ich dachte, um der Klarheit willen, besser weg damit. Vielen Dank, Herr Professor Bielefeld. Jetzt die Frau Nastic hat sich schon an der vorherigen Runde beteiligt, jetzt an einer quasi Ehrenrunde. Jetzt ist der Kollege Gehring noch mal dran. Eine Minute, Bündnis 90 Die Grünen, bitte. Ja, vielen Dank. Und ich hätte noch eine Frage an Herrn Schnabel, wie das Menschenrecht auf Religions- und Weltanschauungsfreiheit und das Recht auf Bildung zusammenwirken. Und wir ja gerade auch bei dem Schwerpunkt Internet, Hassrede und Bildung sehen, dass einerseits die Stärkung der Zivilgesellschaft wichtig ist, aber eben andererseits auch dann die Förderung demokratischer Bildung in unseren Bildungseinrichtungen. Wie sehen Sie da die Lage und was würden Sie uns da noch mitgeben? Vielen Dank, Herr Gehring, Herr Dr. Schnabel, bis zu zwei Minuten. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Gehring. Alle Grundrechte müssen zusammenwirken, damit jedes Grundrecht sich voll entfalten kann. Bildung muss natürlich einmal die staatlich verantwortete Bildung sein. Und ich glaube, dass das Wissen sowohl über Menschenrechte als auch über Phänomene, die in der Gesellschaft vorkommen, wie Religion und Weltanschauung, auch in den staatlichen Bildungskanon hineingehören. Also nicht Religionsunterricht im konfessionellen Sinn, sondern einfach ein Verständnis für gesellschaftliche Phänomene und ein Erlernen von Toleranz. Das andere ist natürlich, dass auch religiöse Bildung ihren Raum haben muss, denn auch Grundrechtsträger brauchen eine Selbstvergewisserung. Und mir ist es lieber, das findet im öffentlichen Raum statt, wo es sich auch einem Diskurs stellen muss, als im Hinterhof. Und deswegen glaube ich, dass dieses Zusammenspiel von staatlicher Bildung und religiös verantworteter Bildung, wie wir sie bei uns durch Artikel 7 in den meisten Bundesländern haben, eigentlich ein guter Weg ist, der in die Zukunft weist. Und ich glaube, dass sozusagen beide Seiten, die staatliche Seite wie die religiöse Seite, auch immer begreifen muss, dass Freiheit und Verantwortung zusammengehören und dass das etwas ist, das im gegenseitigen Austausch auch ständig neu erarbeitet werden muss, dass nicht selbstverständlich ist, dass Freiheitsausübung eben immer auch etwas mit Verantwortung für die Gemeinschaft zu tun hat. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Schnabel. Damit sind wir auch am Ende der dritten Runde dieser öffentlichen Anhörung. Wir haben hier den zweiten Bericht der Bundesregierung zur weltweiten Lage der Religionsfreiheit behandelt in einer öffentlichen Anhörung. Ich bedanke mich bei allen Mitwirkenden aus allen Fraktionen. Ich bedanke mich für die Anwesenheit des Religionsbeauftragten der Bundesregierung, des Kollegen Grübel. Ich bedanke mich bei allen hier im Saal, die mitgewirkt haben. Und ich bedanke mich für die Disziplin der Zugeschalteten. Das ist ja doch immer etwas schwierig im Online-Betrieb, das alles hinzukriegen. Ich bedanke mich für die
besondere Expertise, die vielseitige und interessante Expertise zahlreicher Experten, die wir hier heute gehört haben, mit sehr vielen interessanten Analysen und Einblicken und Informationen. Und ich wünsche Ihnen allen eine gute Woche, eine gute restliche Woche und weise Entscheidungen, was auch immer uns jetzt im Parlament bevorsteht. Vielen Dank.